So, herzlich willkommen. Hören Sie mich hier im Raum? Ich sehe Nicken und unentschiedenes Nicken. Ansonsten, wenn es zu leise ist, können Sie auch gerne einfach ein Stück vorkommen. Das Mikro ist eigentlich an. Und dann natürlich die wichtige Frage, die Personen, die nicht hier im Raum sind, sondern online, hören Sie mich auch? Vielleicht ein kurzes. Ich sehe schon, ich muss scrollen. Der Sound ist sehr gut. Super. Dann kann ich starten. Herzlich willkommen hier bei der Ringveranstaltung Diversity at University, Antidiskriminierung und Solidarität. Eine Veranstaltungsreihe der Präventions- und Beratungsstelle Antidiskriminierung der Uni Halle. Mein Name ist Sabine Wöller. Ich leite diese Präventions- und Beratungsstelle Antidiskriminierung. So. Und ich bin auch Mitarbeiterin im Projekt FemPower an der Uni Halle. Das sind beides Stellen, die in der Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit angesiedelt sind. Neben Veranstaltungen wie dieser hier gibt es, also sensibilisieren wir für Diskriminierungsthemen, geben Ratschläge für Antidiskriminierungsarbeit, zeigen Möglichkeiten auf, wie wir solidarisch miteinander umgehen können, auch im Uni-Kontext. Wir informieren aber auch über Handlungsmöglichkeiten, wenn Sie hier im Uni-Kontext Diskriminierungserfahrungen machen, dann können Sie sich gerne an mich wenden. Ich kann Sie auch vertraulich beraten, also alles bleibt unter uns. Wir können gemeinsam gucken, was wären Handlungsoptionen und es werden keine Schritte eingeleitet, ohne dass Sie da Einverständnis dazu geben. Genau. Ansonsten sind wir auch tätig in der inner- und außeruniversitären Vernetzung in dem Themenbereich. Wir sammeln zum Beispiel auch immer spannende Veranstaltungshinweise hier an der Uni Halle oder Forschungsprojekte, also da können Sie gerne immer mal gucken. Genau. Sie finden ganz viele Infos auf unserer Webseite, damit ich das jetzt hier nicht alles erzähle und wertvolle Vortragszeit klaue. Diskriminierungsschutz.uni-halle.de. Können Sie ja gerne mal vorbeischauen. Genau. Und bevor wir in den inhaltlichen Teil gehen, auf den wir alle warten, noch kurz die obligatorischen organisatorischen Hinweise. Diese Veranstaltungsreihe gibt es seit 2020 und in diesem Jahr, also 2022, ist sie Teil des FemPower-Projektes an der MLU. FemPower ist ein landesweites Projekt, also in ganz Sachsen-Anhalt, an allen Hochschulen dort, und setzt sich ein für die Förderung von Chancengleichheit bezogen auf Geschlecht in Wissenschaft und Forschung. Deswegen haben wir Sie unter anderem auf der Teilnahmeliste, die Sie gerade ausgefüllt haben, oder in der Registrierung für den Online-Stream auch nach Ihrer Geschlechtsidentität gefragt, einfach um zu gucken, welche Personen erreichen wir dann mit diesen Maßnahmen. Genau. Wie Sie schon gemerkt haben, das ist eine hybride Veranstaltung. Das heißt, wir sind hier tatsächlich in Präsenz in einem Hörsaal, was mich sehr freut. Und wir haben hier auch ein Publikum vor Ort. Wir werden aber auch gefilmt, und zwar nur wir hier vorne. Sie im Publikum werden zu keiner Zeit gefilmt, da können Sie ganz entspannt sein. Und haben gerade auch 30 Personen, die das Ganze online verfolgen. Das freut mich auch. Deswegen haben wir hier mehrere Mikros, einmal ein Saalmikro und ein Funkmikro. Und wenn Sie online zwischendurch irgendwie Probleme haben, der Ton bricht ab, das Bild ist weg und es liegt nicht an Ihrer Internetverbindung, dann schreiben Sie das auch bitte in den Chat. Meine studentische Mitarbeiterin schaut da rein und hat die Lizenz, im Zweifel reinzugründen und zu sagen, stopp, wir müssen hier kurz das Mikro richten, damit wir Sie da nicht verlieren. Genau. Genau, es wird auch nach dem Vortrag die Möglichkeit geben, mit Ihnen noch ins Gespräch zu kommen, sowohl mit Ihnen vor Ort. Sie können sich dann einfach melden, ganz klassisch. Ich komme dann mit dem Funkmikro zu Ihnen gelaufen, damit die Leute online Sie auch hören. Das heißt, Sie sind dann zu hören, aber immer noch nicht zu sehen. Und wenn Personen online sich mit Fragen und Kommentaren beteiligen wollen, dann auch bitte einfach in den Chat schreiben und meine studentische Mitarbeiterin Silan wird die dann vorlesen, dass wir alle sie hören können. Also stellvertretend. Genau. Das war quasi der organisatorische Vorlauf. Jetzt komme ich endlich zu den spannenden Dingen, zu der Vorstellung der Referentin. Ich freue mich nämlich sehr, dass sie da ist. Maria do Mar Castro Varela. Sie ist unter anderem Diplompsychologin, aber auch Diplompädagogin und promovierte Politikwissenschaftlerin. Wir sehen, dass hier ist die Interdisziplinarität schon in persona vertreten. Sie ist seit 2007 Professorin für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Im letzten Wintersemester hatte sie auch eine Gastprofessur am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien.
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Queer Studies, postkoloniale Theorie, kritische Migrations- und Bildungsforschung, Trauma und Verschwörungsnarrative. Und sie ist Mitglied der Forschungsgruppe Radiating Globality. Sie ist auch Gründerin und Mitglied des Bildungslab und Vorsitzende des Berliner Instituts für kontrapunktische Gesellschaftsanalysen. Außerdem, das wissen Sie vielleicht, hat sie sehr, sehr viel publiziert. Ich habe mal geguckt auf der Webseite, allein die Liste der Publikationen ist 17 Seiten lang. Die werde ich jetzt nicht referieren, sondern nur ein paar kleine, kürzliche Dinge nennen. Jetzt habe ich es in meinem Rucksack gelassen, ich wollte es eigentlich zeigen. Kürzlich erschien Postpandemisches Leben, eine neue Theorie der Fragilität, zusammen mit Jena Bayramoğlu. Sehr empfehlenswert, gibt es hier auch in der Uni und Landesbibliothek, können Sie sich gerne mal ausleihen. Ebenfalls 21 erschienen ist Postkoloniale Pädagogik, affirmativ sabotierende Relektüren des pädagogischen Kanons, zusammen mit Mayan Boger. Und 2020 gab es die inzwischen dritte und nochmal aktualisierte Auflage von Postkoloniale Theorie, eine kritische Einführung zusammen mit Nikita Dawan. Sehr empfehlenswert. Genau, und bevor ich jetzt das Wort gleich übergebe, möchte ich mir noch eine kleine Anekdote erlauben. Nämlich vor 13 Jahren, 2009, waren Sie mal in der Reihe von Queer Einsteigen an der Uni-Halle. Es war, viele kennen vielleicht Queer Einsteigen, das gibt es heute noch, das ist ein studentischer inzwischen Arbeitskreis des Stura. Gibt es inzwischen seit 2008 und 2009, also in der zweiten Vortragsreihe haben Sie damals eröffnet. Und ich war damals, habe im Bachelor noch studiert und habe den Vortrag leider nicht gehört. Ich kannte die Reihe noch nicht, bin so 3 Vorträge später mal mitgeschleppt worden. Von einer Kommilitonin und Freundin so, hey, spannende Vortragsreihe, komm mal mit. Und ich so, was ist denn das? Keine Ahnung, habe mich da reingesetzt. Ganz schüchtern, so ganz hinten und mal so hören. Und die sind immer alle dann auch mit den Referenten danach noch was trinken gegangen. Hätte ich mich niemals getraut. Fand das aber super spannend und bin immer wieder hingegangen. Und 2 Jahre später, 2011, habe ich mich dann mal getraut, als es ein Aufruf kam, in der Reihe mitzuorganisieren und bin dann da hingegangen. Und Ende vom Lied, ich war 3,5 Jahre sehr, sehr aktiv in diesem Arbeitskreis, habe dann selber Vorträge organisiert, war auch Sprecherin. Und warum erzähle ich hier anekdotisch meinen Lebenslauf, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen, ist bedingt spannend für Sie. Ich sage das, weil wir, damals wurden die Vorträge alle Audio aufgezeichnet und es gibt immer noch die Audioaufzeichnung von diesem Vortrag. Und den haben wir damals, dann ein paar Jahre später, immer noch ganz oft verwendet für so Einführungsveranstaltungen oder ich habe den sehr, sehr oft gehört, tatsächlich damals. Der hieß Verquert Denken, Normalitäten hinterfragen. Und warum haben wir den so oft verwendet? Weil der unheimlich humorvoll war, sehr, sehr verständlich, unterhaltsam, gleichzeitig aber auch viel vermittelt hat. Und das fand ich sehr faszinierend. Das war so ein bisschen auch so mein Einstieg in die Queer Theory, die mich ja offensichtlich nicht mehr losgelassen hat. Und das war auch so, wir hatten die alle so auf so einem WordPress-Blog und wenn der mal irgendwie technisch nicht funktioniert hat, haben wir so E-Mails gekriegt von anderen Hochschulen, teilweise aus Österreich. Ich meine, sind die Vorträge bald wieder drauf? Wir benutzen die immer für unsere Einführungsveranstaltung. Okay. Also der muss, ich weiß nicht, wie oft der angehört wurde, aber glaube ich sehr häufig. Und ich habe ihn tatsächlich auch mal damals mit meiner Mutter angehört. Um zu mal sagen, dass ich komme aus einem nicht-akademischen Haushalt, aus der mecklenburgischen, dörflichen, tiefsten Provinz. Und meine Mutter hatte vorher weder mit Queer Theory noch mit Wissenschaft so viel am Hut und auch sie hat den verstanden und fand den unterhaltsam. Ich glaube, das hat uns beiden auch gut getan. Genau, so viel der Anekdoten und der Lobpreisung, aber das ist so ein bisschen der Bogen, der sich schließt. Ich freue mich sehr, dass ich inzwischen an der Uni-Halle weiterhin bin, hier arbeite und sie jetzt endlich auch einladen kann und selber auch dabei bin. Genau, und ich habe mir gestern, noch mal ganz kurz in diesen Vortrag auch reingehört, in den ich jetzt jahrelang nicht mehr reingehört habe. Und da haben Sie zum Beispiel gesagt, dass Queer Studies oder auch postkoloniale Theorie sind voraussetzungsvoll, aber nicht schwierig. Also wenn man sich jetzt unbedarft Judith Butler nimmt, da reinliest, dann macht das nicht unbedingt Spaß, weil es ist eine kompliziert anmutende Sprache und ganz viele Bezüge, die wir vielleicht gar nicht verstehen. Aber wenn man diese Bezüge kennt und die Sprache einmal das Vokabular versteht, ist es gar nicht so schwierig. Sie haben auch gesagt, Selbstkritik muss in das kritische Tun ja immer integriert werden. Ne? Also Kritik ist wichtig und damit schlage ich jetzt so den Bogen zu heute, ohne damit suggerieren zu wollen, dass Sie sich in 13 Jahren nicht, Sie denken, sich nicht vielleicht verändert haben mag. Bisschen. Genau, heute wollen wir nämlich gucken, was ist das Verhältnis von Kritik und Solidarität. Ich finde, das ist ein wahnsinnig aktuelles, also immer aktuelles und unglaublich wichtiges Thema.
Ich glaube, wir sind uns einig, es ist wichtig, dass wir einander auch widersprechen und Kritik üben, weil wenn wir immer nur das Denken rezipieren, das unser eigenes Denken ist, dann haben wir eine Blase um uns herum und kommen auch nicht weiter. Die Frage ist aber, wie wir damit umgehen, dass Kritik ja oft auch Verletzungen hervorruft. Und wenn wir zum Beispiel in die sogenannten sozialen Medien schauen, müssen wir nicht sehr lange gucken und finden sehr viel Kritik, die das Wort sozial jetzt nicht mehr so wirklich aufploppen lassen in meinem Kopf. Genau, von daher freue ich mich sehr, heute zusammen zu denken, wie wir Kritik immer mitdenken können und zugleich aber auch solidarisch handeln. Und damit genug der Anekdoten und der Vorrede. Und ich übergebe die virtuelle und reale Bühne und freue mich sehr. Ganz herzlichen Dank für die sehr nette Einführung. Und ist natürlich Leistungsdruck jetzt, ne? Wirklich wieder ein Vortrag. Ich kann das dann hier, ne, mit dem. Genau, ich mache die Fenster noch weg und dann müsste das mit. Jetzt geht's. Muss jetzt auch wieder einen Vortrag halten, der dann für viele Jahre dann im Netz kursiert. Ich muss sagen, dass mir das häufiger passiert ist, und zwar auch, wenn ich nie gefragt worden bin, ob ich aufgenommen werden wollte. Deswegen stimme ich jetzt immer zu, wenn die Leute sagen, ich kann es eh nicht kontrollieren, weil anscheinend passiert das auch so. Das haben damals auch, es gibt so Audios, die anscheinend die Leute mit ihren Handys auch aufgenommen haben. Aber das ist ja nett. Also, und ich finde es auch super. Ich selber komme auch nicht aus einer akademischen Familie. Das macht es mir vielleicht auch leichter, Vorträge zu halten oder auch den Anspruch zu haben, dass diese auch verständlich sind. Und ich selber liebe Theorie und habe mir aber diese Liebe auch erarbeiten müssen, sozusagen. Und es ist auch immer ein Plädoyer. Also meine Vorträge sind immer ein Plädoyer, sich mit diesen Sachen auch zu beschäftigen, da einzutauchen und tatsächlich diese theoretischen Auseinandersetzungen nicht als etwas zu sehen, nur als Frustration, sondern als Herausforderung, wie ein Sport. Ich war lange Zeit Leistungssportlerin, unter anderem Langstreckenläuferin, und ich dachte, irgendwie ist es dasselbe. Also dieser akademische Tun ist ein Langstreckenlauf, das ist nie ein Sprint. Da muss man wirklich lange laufen und auch aus der Puste kommen manchmal und einfach weitermachen. Und insoweit stimmt das durchaus, dass die Themen, die ich heute besprechen will oder mit Ihnen heute diskutieren möchte, auch sich natürlich einklinken oder Fortführungen sind, nicht in so einer Kontinuität, da sind schon auch Brüche drin und da kommen halt neue Ideen dazu, aber doch auch Kontinuitäten aufzeigen zu dem, was ich vor einigen Jahren auch schon gemacht habe. Unter anderem 2013, also die erste Auflage von Postkolonialtheorie Theorie war schon 2005, also das war schon auch einige Jahre, die ich mich damit beschäftigt hatte. Mittlerweile sind es natürlich noch mehr Jahre. Die ist auch geblieben. Ich finde diese Perspektive der postkolonialen Theorie eine ausgezeichnete, um uns kritisch mit unseren Wahrnehmungen, unseren Affekten, und mit auch dem auseinanderzusetzen, was wir mögen und was wir nicht mögen, was wir verstehen und was wir glauben, erstmal nicht verstehen zu können. Und da fange ich auch gleich an mit einem Zitat von Guy Spivak. Das ist eine sehr wichtige, prominente postkoloniale Theoretikerin, noch in British India geboren, aber dann und dann aber nach in die USA ausgewandert, sehr früh, mit 17 Jahren schon. Da hatte sie schon zwei BAs. Das kann man dann auch mit 17. Und mit 24 war sie dann Professorin. Kann man auch machen. Aber sie ist ein sehr prominentes, jetzt gerade 80 geworden. Also hat schon ein ganzes Leben hinter sich gebracht mit sehr, sehr viel intellektueller Power. Und ich habe den Eindruck, wir brauchen alle ein oder eine Figur oder vielleicht zwei, drei, aber eine sicher, die wie so ein, die ist wie so ein Lot, wie so ein Echolot. Ne? Wenn wir uns verlieren und sind, okay, so, das
sagt Gayatri dazu. Ich habe da das Glück, sie jetzt auch sehr gut zu kennen und habe sehr, sehr viel gelernt von ihren Schriften, die wieder sehr voraussetzungsvoll sind, aber auch nicht schwierig, wenn man die Voraussetzungen sozusagen angeht. Das funktioniert. Sie hat sich sehr viel mit Kritik auseinandergesetzt, weil für sie ist postkoloniale Theorie vor allen Dingen ein Feld der Kritik. Ein Feld der Kritik und der die Selbstkritik immer dazu gehört. Also man kann sozusagen keine Kritik äußern, ohne selbstkritisch zu sein. Weil sonst, das ist dann einfach so Avantgarde, ne? So Bullshit. Irgendwie, ich bin radikal, ich weiß es besser und so. That's not the point. So, und was Gayatri Spivak mal als eine Definition vorgeschlagen hat, ist Kritik zu verstehen als eine vorsichtige Beschreibung der Strukturen, die ein Objekt des Wissens herstellen. Zwei Punkte sind dann vielleicht wichtig. Erstens, dass Kritik sich hier richtet an Wissen und Wissensproduktion. Also wie wird Wissen hergestellt und was wird dann als Wissen sozusagen deklariert und qualifiziert? Was ist Wissen? Und das wissen ja auch, dass es dann Unterscheidungen gibt, dass das eine ist Wissen und das andere sind dann eben Anekdoten, Narrative, Diskurse und so weiter. Und wir haben natürlich dann auch, oder wir müssen uns daran gewöhnen, verschärftes Beobachtung an den Tag zu legen und zu sehen, was wird eigentlich als Wissen qualifiziert oder nicht. Und wenn wir dann was haben, was als Wissen gilt, also was theoretisch ist und, oder wo man sagt, ah, das ist zum Beispiel die Philosophie des Abendlandes, das ist Wissen, das ist kanonisch, das ist etwas Gehaltvolles, dann wäre die Kritik, wäre jetzt nicht zu sagen, forget about it, also zum Beispiel Kant, ja, alles sehr schön und gut, aber war halt ein Rassist, hinweg damit, oder er war auch ein Sexist, hinweg damit, brauchen wir nicht mehr mitzulesen. Und Spivak würde sagen, nein, sondern wir müssen jetzt sozusagen uns das vornehmen. Enter the Protocols ist das, was sie dazu immer sagt. Und dann vorsichtig beschreiben, also wirklich so eine Sensibilität an den Tag legen, zu sagen, was wird da eigentlich behauptet und was sind die Argumente, die dahinter stehen. Das wäre das, was wir vorsichtig beschreiben sind. Was können wir machen und sollten wir auch machen mit dem ganzen Panorama, was wir haben, insbesondere der westlichen Philosophie und was da eben als Wissen auch gilt. Und da können wir dem gegenüberstellen ein Zitat von Achille Bembe, ein wichtiger Philosoph auch der postkolonialen Theorie, der eine Professur in Johannesburg in Südafrika hat, an der Witwatersrand, selber aber aus Kamerun ist. Einer der wenigen schwarzen Philosophen, die bekannt sind, auch im Westen. Ja, immer noch etwas, was bei so vielen Diskussionen, die wir darüber führen, auch ein bisschen peinlich ist, wie wenig gewusst wird über Wissensproduktionen außerhalb des Westens. Das heißt Europa und den USA, Australien, Neuseeland vielleicht noch, aber vor allen Dingen USA und Europa. Selbst die kritischen Theorien kommen meistens aus den USA. Die kommen dann nicht aus Kamerun oder so. Und ein sehr, wie ich finde, eindrucksvollen Satz, den er mal geschrieben hat, ist, dass das liberale Europa, um Dynamik zu entfalten, das heißt auch, um sozusagen auch gesehen zu werden und sichtbar zu werden und auch Kraft zu entfalten, immer Angst als Triebkraft gebraucht hat, Angst vor den anderen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Beobachtung, dass wir dann schauen, dass warum eigentlich, um sich zu entfalten, um Sichtbarkeit herzustellen, gerade Angst, also als so ein Affekt genommen wird als Triebkraft und nicht zum Beispiel Vertrauen, Freude oder sowas, ne? Sondern immer die Angst. Und das ist natürlich die Angst vor dem anderen. Das heißt, wir haben ja diesen Begriff, der auch von Spivak und Said sehr häufig dann verwendet wird, das Othering, mittlerweile auch übertragen, nicht nur in dem Feld des Rassismus, sondern auch durchaus des Sexismus oder auch der Transfeindlichkeit, dass man dann sagt, dass immer ein Othering stattfindet, also dass diejenigen, die als anders wahrgenommen werden, auch dauernd als andere hergestellt werden und in dieser Position der anderen fixiert werden. So.
Und Bembe würde sagen, das würde dem zustimmen und würde dann aber auch sagen, und der Effekt, der dahinter ist, ist Angst. Und der muss her, das muss hergestellt werden. Es ist nicht normal, dass wir vor einigen Subjekten oder Situationen Angst haben und vor anderen nicht. Sondern das wird praktisch im Leben auch hergestellt und ist damit gewissermaßen Teil der Wissensproduktion. Also das Wissen, das wir haben, schafft auch die Räume der Angst und die Räume des Vertrauens. Ja, also das, was wir uns sicher fühlen und denken, ja, da kann mir jetzt eigentlich nichts passieren. Oder wenn ich in Räume gehe, wo ich sage, wow, das habe ich gemacht, aber es war abenteuerlich. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge, was da passiert. Ja. Gut, das ist die eine Seite, also wie Angst sozusagen als Affekt immer wieder hergestellt wird, um auch das eigene Wissen abzuschirmen gegenüber den anderen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Empörung. Und ich habe die Vermutung, das war mit einer der Gründe, um dieses Thema anzuregen, dass wir ja in einer Situation sind, wo das Sprechen über Differenzen nicht mehr so viel Schwierigkeiten machen. Also wir wissen, dass wir in Räumen heterogene Gruppen haben, die unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft einnehmen, je nachdem, ob sie rassifiziert werden oder nicht, je nachdem, was für eine Klassenposition sie einnehmen, je nachdem, welches Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung da ist. Und das sowieso man kann so ein Mapping machen, ne, die unterschiedlichen Positionen da sind. Und man könnte sagen, ja gut, das ist jetzt fein, das wissen wir jetzt und so. Aber plötzlich entsteht auch etwas, wo auch viele nicht vielleicht, ja doch vielleicht auch Angst haben, aber auch verunsichert sind. Eine große Verunsicherung, wie jetzt mit dieser großen Differenzierung dann auch umzugehen ist. Unter anderem, weil sehr häufig auch Empörung im Raum ist. Ja, der falsche Begriff benutzt worden. Man hat irgendjemand zitiert, der unmöglich ist. Und das ist wie so, das ist ein relativ wackeliger Boden geworden, was wir dann sagen können, was wir nicht sagen können und in welchen Feldern. Wir sind dann immer wieder konfrontiert, unter anderem mit Empörung und mit auch Wut manchmal, aber vor allen Dingen Empörung. Und ich habe mal Empörung definiert als so ein persönlicher, aber vor allen Dingen ein kollektiver Ausdruck einer empfundenen Entwürdigung, die sich in Missachtung und Verletzung ausdrückt, ganz gleich durch welche Form der Gewalt. Wir haben ja unterschiedliche Formen der Gewalt, die wir jetzt auch benennen können. Da muss jetzt nur so eine Fußnote, das wäre ein eigener Vortrag, aber wir unterscheiden zum Beispiel die normative Gewalt, die einfach so entsteht, weil bestimmte Normen, bestimmte Menschen privilegieren und andere eben deprivilegieren. Ja, wenn es eine bestimmte Norm gibt, dann ist das immer auch etwas, wovon die einen sozusagen Vorteil ziehen und von den anderen, das bedeutet dann auch, dass sie marginalisiert wird. Und das sind dauernde Verletzungen. Das ist eine dauernde Missachtung auch, die dann in zu einem gewissen Punkt, und das kann man sich historisch auch angucken, könnte man sich zum Beispiel die Black Lives Matter-Bewegung angucken, warum das jetzt dieser historische Punkt war, wo das implodiert ist und diese Empörung sich Luft gemacht hat und dann sichtbar wird. Es gibt aber auch juridische und physische, wie Beschämung, Zurückweisung oder auch körperliche Verletzungen. Das ist auch eine Form der Gewalt. Ich interessiere mich vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen für die normative Gewalt, also weil die so, ja, die hat sich so subtil, wir erkennen sie manchmal gar nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn diese Norm uns überhaupt nichts, also für uns keine Bedeutung hat. Ja? Wenn ich zum Beispiel jeden Raum dann betreten kann und das hat für mich gar keine, ich erlebe keine Zurückweisung, ich erlebe gar nicht, das normiert zu werden, dann ist das eben etwas, was sehr schwierig zu vermitteln ist. Dass das nicht für alle so gilt, dass nicht alle Menschen alle Räume ohne Angst betreten können, zum Beispiel, oder ohne die Angst beschämt zu werden, ohne die Angst vielleicht herausgepickt zu werden und so weiter. Also sagen wir mal zum Beispiel dann als eine Transperson, die auch sichtbar markiert ist als Transperson, bedeutet eigentlich jeder Tritt in die
die Öffentlichkeit die Möglichkeit, auch beschämt zu werden. Ja, dass irgendjemand sie herauspickt und sagt, was ist denn hier los? Ja. Wie siehst du denn aus? Oder was ist dein Problem und so weiter. Und diese Form der normativen Gewalt erleben wir jetzt nicht, wenn wir als Cis-Menschen zum Beispiel leben. Gut, diese Empörung führt dazu, dass es sehr häufig, dass wir so Situationen haben, in denen gesagt wird, also das kennen Sie alle dann in den Diskussionen, du verstehst mich nicht oder das war ein Missverständnis, so war das gar nicht gemeint, das war nicht die Intention und so weiter. Und dahinter ist eine ganz interessante Vorstellung, die Naoki Sakai, ein Sprachwissenschaftler, mal auch untersucht hat und der dann gesagt hat, es ist interessant, dass im Nichtverstehen auch als etwas gesehen wird, was nur als negativ bezeichnet wird. Und er sagt, wir müssen jetzt mal praktisch nochmal umdrehen und sagen, also zunächst dürfen wir nicht übersehen, dass Nichtverstehen im Grunde genommen eine Frage der Sozialität ist. Also es gehört sozusagen zu der menschlichen Beziehung dazu. Jacques Derrida geht ja noch weiter, der sagt, eigentlich jedes Verstehen ist ein Missverstehen. Ja? Wir verstehen uns eigentlich nie, wir tun nur immer so, als würden wir uns verstehen. Ja? Und wir kennen das am besten, glaube ich, wird das so richtig greifbar und fühlbar, nachfühlbar, wenn man in einer Beziehung ist. Ne? So am Anfang denkt man, also Harmonie, ich habe dann die Person im Universum gefunden, die zu mir gehört und wir verstehen uns auf allen Ebenen. Und dann kommt dieser Moment, wo man sagt, ich verstehe dich nicht mehr. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber alles, ich weiß auch gar nicht, wer du bist. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie wir uns je verstanden haben. Kann passieren. Und daran erkennt man aber auch, dass das eben Teil der Sozialität ist. Ja? Also, das ist ganz wichtig. Das heißt, nicht verstehen kann es nur geben, wenn ich mit dir koexistiere. Also, wenn man in einem Raum zusammen ist, dann gehört nicht verstehen dazu. Das ist die Essenz der Sozialität. Es ist daher irreführend zu behaupten, dass Verstehen auf die soziale Verbundenheit von Menschen verweist, während Nichtverstehen einen Mangel an sozialer Verbindung zum Ausdruck bringt. Und das ist eben auch sehr schön eben in diesen Beziehungsgesprächen. Man ist ja schon dann sehr nah an der Person, die man nicht versteht. Ja? Und es ist auch egal eigentlich, was man tut, dieses Nichtverstehen wird diese Verbindung nicht unterbrechen, sondern manchmal ganz im Gegenteil. Ne? Das wissen vor allen Dingen die, die sich dann die Gespräche darüber anhören müssen. Ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres als Freunde, die sich trennen und dann muss man mit denen das alles besprechen. Ne? Das ist anstrengend. Weil man auch merkt, man kommt eigentlich in diese Beziehung gar nicht richtig rein. Ne? So, das ist so. Da kann man nur sagen, ja, du hast recht. Nie sagen, das finde ich nicht so. Man muss immer nur sagen, ja, du hast recht, weil da kann man nicht rein. Genau. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns dann klar machen, dass wenn diese Empörung dann auftritt, dass das ein Teil von Sozialität ist, das macht es ein bisschen einfacher, weil das wird dann nicht mehr als Bruch erlebt, als etwas, was kritisch ist, was problematisch ist, sondern etwas, was zum Leben dazugehört, dass wir uns eben nicht verstehen. Und dann müsst du ein Bemühen kommen, zu verstehen und auch zu verändern. Da haben wir noch eine andere Barriere, über die es auch sehr viel gesprochen wird, und das ist nämlich Sprache. Also so wie wir sprechen. Und wir wissen, dass Sprache machtvoll ist, weil Sprache adressiert Menschen. Das heißt, wir haben sozusagen Etiketten, Klassifikatoren, in denen wir Menschen sozusagen, mit denen wir sie adressieren und sagen, du da. Ja. Sie ermöglicht aber auch. Das heißt, sie schränkt ein. Aber sie ist auch produktiv. Sie kann aber auch genutzt werden, um zu verschweigen. Das heißt, ich kann sehr, sehr, sehr viel reden, um bestimmte Dinge zu verschweigen. Das ist wirklich so ein beredsames Schweigen. Das kennen wir auch, wo Leute labern, labern, labern. Und eigentlich das dazu führt, dass man über die Dinge, über die man eigentlich sprechen will, nicht sprechen kann. Ja? Deswegen ist es auch interessant, dass es in der westlichen Welt so eine Privilegierung gibt vom Sprechen. Ja?
Also auch wenn wir über Widerstand sprechen, die Stimme erheben, endlich was sagen und was sind das, Bolton Speaks. Und man müsste sich aber angucken, und darüber spricht zum Beispiel unter anderem Michel Foucault, der zeigt, dass es ja auch Felder der Macht gibt, in dem die Macht haben, die nichts sagen. Das ist zum Beispiel für die Katholikinnen die Beichte. Der Pfarrer, der hört da nur zu und man selber erzählt so sein ganzes Sexualleben oder sonst was und wartet dann ab, was das Verdikt ist. Ne? Wenn man Glück hat, nur drei Ave Maria. Wenn man Pech hat, ist es ein bisschen heftiger. Genau. Das andere Beispiel, was Foucault bringt, ist die Psychotherapie, ne? Wo man dann immer nur redet und redet und man wird auch animiert zu reden. Und ich weiß ja, alle, die eine Therapieerfahrung haben, wie oft geht man da raus und denkt, Scheiße, warum habe ich das alles erzählt? So ist irgendwie unangenehm, es ist beschämend auch. Während natürlich die Person, die therapiert, alles Notizen macht und dann immer eigentlich so die Position hat, darüber auch zu urteilen in gewisser Weise, ne? Das zu beurteilen, zu diagnostizieren und so weiter. Das sind zwei klassische Beispiele, um auch zu zeigen, jetzt könnte man das umdrehen und sagen, dann heißt das auch, wir könnten Widerstand auch koppeln an Schweigen. Und das wissen wir. Und wir kennen das vor allen Dingen in den Situationen zum Beispiel zwischen Erwachsenen, Kindern und Eltern. Das Schlimmste, was man Eltern antun kann, wenn die sich aufregen, zu sagen, kann ich nichts zu sagen. Man lässt es einfach ins Leere laufen. Da hat man so ein Gespür dafür, wie viel Macht das eigentlich auch bedeutet. Aber Sprache schafft eben auch Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wissen wir auch, dass es, und Judith Butler zum Beispiel spricht davon, dass es Subjektpositionen gibt und Abjektpositionen. Und woran man diese Abjektpositionen sehen kann, die noch nicht mal einen Subjektstatus haben, ist, dass es überhaupt keinen Namen dafür gibt. Ja? Haben Sie wahrscheinlich auch nicht mehr so ein richtiges Gefühl dafür, aber zum Beispiel der Begriff des auch schon trans, aber auch schon davor schwul, lesbisch, die gibt es gar nicht so lange, diese Begrifflichkeiten. Die sind relativ neu. Ja? Also lesbisch, glaube ich, so in den 70er Jahren. Davor haben sich dann die Frauen, die mit anderen Frauen Sexualität gelebt haben, haben sich dann schwule Frauen genannt, weil es keinen Begriff gab. Und es gab wirklich eine Diskussion dazu. Die dann auch, jetzt erst im Internet, aber damals war es so in den Zeitschriften, Artikel, dass man ein Wort gesucht hat, wie können wir uns benennen, damit wir überhaupt da sind und in Erscheinung treten. Und das ist ganz lustig eigentlich auch, weil es jetzt vor ein paar Jahren, weil die Idee war dann lesbisch, weil auf der Insel Lesbos in Griechenland Sappho gelebt hatte, eine griechische Dichterin, die immer ihre Gespielinnen hatte und von der man wusste, weil sie das in den Gedichten auch schrieb, vor allen Dingen Frauen geliebt hat und mehrere auch. Und so. Und das war ein gutes Vorbild sozusagen. Dann hat man gesagt, dann nehmen wir von Lesbos lesbisch. Und jetzt vor ein paar Jahren gab es eine Einspruch in der Europäischen Union, dass die Bewohnerinnen von Lesbos gesagt haben, sie wollen nicht, dass dieser Begriff lesbisch bezogen wird auf Frauen, die Frauen lieben, weil das sehr unangenehm sei, weil das sei ja auch das Wort für die Leute, die auf Lesbos leben. Und sie seien ja nicht alle lesbisch, obwohl. Sind halt alles Lesbierinnen, die da leben. Also das ist ganz interessant. Daran kann man so sehen, was passiert eigentlich, wenn man dann so ein Label nimmt und man vergisst sozusagen die Geschichte dazu. Was heißt, mit Hilfe von Sprache schaffen wir Sichtbarkeiten und auch Unsichtbarkeiten. Wir könnten auch sagen, es entstehen dadurch auch Felder des Wissens und Felder der Ignoranz, des Nichtwissens. Das heißt, mit Mohamed Mungar-Sar könnten wir sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Sprache und Gerechtigkeit. Und den müsste man sich auch immer wieder vor Augen führen. Das heißt, Sprache und Gerechtigkeit sind für Sar miteinander verwoben.
Und beide suchen nach einer Art Wahrheit. Also selbst wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, dann geht es schon darum, was ist eigentlich auch wahr? Also was sollte auch wahrhaftig sein? Und so ist es auch mit der Sprache. Die Sprache ist immer eine Annäherung daran, an dem, was wir denken und was wir auch darstellen wollen. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einsicht, dass auch dass Sprache nicht etwas ist, was sozusagen abgekoppelt ist, das ist halt da und das tun wir halt, sondern es ist etwas, was auch hergestellt wird. Und deswegen, wenn es im Kampf um soziale Gerechtigkeit geht, um Inklusion, um Integration, wie auch immer, die Debatten um Sprache nicht so Sidelines sind, sondern die sind zentral, weil das ist sozusagen der zentrale Punkt, wie wir Gerechtigkeit herstellen können auch. Ja, das wäre wichtig. Und wir wissen das, weil unser Sprachwissen und die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten, die wir haben, sind auch immer eine Klassenfrage. Sie sind rassifiziert und auch nationalistisch ausbuchstabiert. Und da sehen wir auch, dass wir da auch immer wieder in Schwierigkeiten kommen, auch der Solidarität. Dass wir zum Beispiel uns schwer tun, uns mit denen solidarisch zu zeigen, die anders sprechen als wir. Ja, also ich sage immer in meinen Seminaren den Studierenden, die Frage der Solidarität ist nicht eine Frage von ich und meine fünf Freundinnen. Das ist Enid Blyton, das ist ein schlechtes Jugendbuch. Sondern da geht es ja darum, Allianzen zu schaffen mit Leuten, die anders sind wie ich. Und nicht also in meiner Bubble sind, ne, wie man heute so sagt, ja, im Netz kann man das sehr gut sehen. Sondern, und da ist es ganz interessant, wie kann ich denn mit den Allianzen schmieden und dann auch Solidaritätsnetzwerke knüpfen, die eine andere Sprache sprechen. Und es hilft zumindest zu sehen, dass Sprache und die Ausdrucksmöglichkeiten, die ich habe, gebunden sind an dem, wie ich sozialisiert wurde. Und dass das immer etwas ist, was auch gebunden ist an eine Frage von Klasse, aber auch immer etwas ist, was rassifiziert ist und was natürlich auch nationalistisch ausbuchstabiert wird. Jemand, der es sehr sich gut angeguckt hat, das können Sie immer so ein bisschen als so Stichwörter nehmen und dann gucken, ah, das interessiert mich und dann vielleicht noch mal weitergucken bei diesen Autoren, ist Ray Chow. Ray Chow, die als Soziologin, die eigentlich auch aus Hongkong stammt, heute auch in den USA ist, die hat diesen schönen Begriff geprägt, das ist ein Konzept, das nennt sie Languaging. Ja, also Languaging kann man nicht übersetzen auf Deutsch oder man müsste es sagen, in Sprache werden. Wie wir als Subjekte entstehen innerhalb einer Sprache, ja? Also die Subjektivierung als eine sprachliche Praxis, ja? Weil wir uns dann beschreiben, weil wir in einer bestimmten Art und Weise reden können oder nicht. Vielleicht dann auch anekdotisch, was ich, als ich aufgewachsen bin, mein Vater immer gesagt hat, es gibt Leute, die sprechen eine andere Sprache. Und ich fände es toll, wenn du das auch mal könntest. Und das war nicht Deutsch, ja? Sondern das war dieses Sprechen auch im Abstrakten. So, ja? Sprechen im Abstrakten, eine intellektuelle Sprache, die auch theoretisch sich artikulieren kann und so. Und das war jetzt nicht von Anfang an gegeben. Und da spürt man, dass man das dann tatsächlich auch lernen muss. Postkolonial und rassismuskritisch betrachtet, ist das Sprachenlernen und Verstehen als Prozess zu betrachten, der Subjekte der Anerkennung und Verachtung hervorbringt. Das kann man dann sich dann anschauen, wie in diesen Sprachwelten, in denen wir dann aufwachsen, dann Subjekte der Anerkennung und Verachtung hervorgebracht werden. Ja, das haben wir zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren, war da wichtig, die ganzen Auseinandersetzungen, um wie es damals hieß, noch die Frauen- und Männersprache. Und das war sehr spannend, weil dann die Philologinnen und Sprachwissenschaftlerinnen, die haben dann sich dann angeschaut, wie die deutsche Sprache eigentlich funktioniert, dass sie, also dass es zum Beispiel Wörter gibt wie dämlich,
was von Dame kommt, die sind dämlich, aber kein herrlich. Oder herrlich ist was anderes. Genau das Gegenteil. Also so Dinge, die einem gar nicht so auffallen. Das fand ich schon sehr faszinierend, das auch zu sehen. Und wir haben heute, wo wir sehr viel auch dann über intersektionale Diskriminierung uns auseinandersetzen, uns anschauen und dann Rassismus zum Beispiel nochmal in den Blick nehmen und sehen, dass so Wörter wie das N-Wort, wo wir dann das jetzt aus den US-Amerikanischen übernommen haben, das nicht mehr auszusprechen, weil das Aussprechen an sich schon auch verachtend ist, dann ist ein neues Wort entstanden, N-Wort. Ja, das ist nicht immer hilfreich, aber ich finde, das ist jetzt erstmal eine Stütze, um uns irgendwie weiter zu bewegen und dann vielleicht, dass das dann irgendwann mal verloren geht, das Wort, und nur durch andere nicht verachtende Wörter ersetzt wird. Aber das ist eine dauernde Dynamik, ne? Das muss man dann auch sehen. Und weil es eine Dynamik ist, ist es nicht nur etwas, wo wir dann nach vorne gucken, sondern wir müssen dann sozusagen auch immer mal wieder nach hinten gucken. Also die Arbeit der Kritik, für die ich plädiere, ist immer geknüpft an das, was ich bezeichne als Erinnerungsarbeit. Ja? Und Jacques Derrida, der Begründer der Dekonstruktion, hat zum Beispiel auch mal gesagt, also Dekonstruktion ist eigentlich nichts anderes wie Erinnerungsarbeit. Wir müssen sozusagen in diese Archive reingehen und sagen, wie kommt es eigentlich, dass wir diese Begriffe benutzen? Wie kommt es eigentlich, dass ich eine bestimmte Position einnehme in der Gesellschaft und andere Positionen einnehme? Und das ist wirklich eine Erinnerungsarbeit, der es darum geht, alles das, was uns heute als normal erscheint und als nicht veränderbar, als historisch geworden zu beschreiben. Ja? Zum Beispiel eben auch sowas wie eine historische Sprechgemeinschaft, wo sozusagen eine Gemeinschaft der Sprecherinnen entsteht, die eine Geschichte hat. Ja? Also die nicht einfach so, man hat nicht immer so gesprochen, sondern das ist irgendwann mal so geworden. Und die Begriffe, die von einigen dann als verletzend erlebt werden, die haben auch eine Geschichte. Und deswegen sind sie verletzend. Nicht als Wort an sich, sondern die Geschichte, die diese Worte und diese Kategorien sozusagen mit sich tragen. Das könnte man sich angucken. Okay. Dann kommen wir zum etwas, was man dann als Sprechen des Widerstands bezeichnen könnte. Also, um das von Judith Butler kommt, die sagt, das Sprechen des Widerstands wird zur unumgänglichen Antwort auf eine verletzende Sprache, dass man Risiken ausgesetzt wird, eine Wiederholung in der Sprache, die einen Wandel erzwingt. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen wie so ein Plädoyer. Wenn wir das wissen, wenn wir wissen, dass Sprache eben auch verletzt und wir Teil dieser Sprecherinnengemeinschaft sind, die diese verletzenden Worte auch immer wiederholt, dann müssen wir ein Sprechen des Widerstandes denken können. Und das bedeutet wirklich ein aktives Intervenieren in der Art und Weise, wie wir sprechen, adressieren und eben bestimmte Menschen eine Position der Anerkennung geben oder eben der Verachtung. Und da kann man auch sich angucken, zum Beispiel die Schriften von Hannah Arendt, für die es ja sehr, sehr wichtig war, die als Jüdin dann aus Deutschland flüchten musste und auch eine Zeit in einem französischen Konzentrationslager verbracht hat, bis sie dann in den USA gelandet ist und da eben auch eine Karriere gemacht hat in der politischen Theorie, eigentlich die politische Theorie mit begründet hat. Und einer der wichtigsten Konzepte bei Hannah Arendt ist Vielfalt. Ja? Und das finde ich mal ganz interessant, weil wenn wir über Diversity sprechen, wir nehmen immer das englische Wort, diese Diversity-Ansätze, die kommen alle aus der Wirtschaft. Aber Leute wie Hannah Arendt, und sie ist nicht die einzige, aber das ist eine wichtige Philosophin, politische Theoretikerin, haben schon immer über Heterogenität, Vielfalt und so gesprochen. Das ist ein Zitat aus ihrem Buch Vita Activa. Da schreibt sie, ohne Verschiedenheit, das absolute Unterschiedensein jeder Person von jeder anderen, die ist, war oder sein wird, bedürfte es weder einer Sprache noch des Handelns für eine Verständigung. Ein Zeichen und Lautsprache wäre hinreichend, um einander im Notfall die allen gleichen, immer identisch bleibenden Bedürfnisse
und Notdürfte anzuzeigen. Also auch sie, eigentlich wie Sakai, sagt, dass gerade weil wir unterschiedlich sind, gerade weil wir Differenzen haben, brauchen wir eine Sprache. Und Butler würde sagen, und in diese müssen wir intervenieren. Die müssen wir sozusagen mitgestalten und uns sozusagen nicht dieser Sprache ergeben. Gut, noch ein letztes, was dann auch sozusagen aus dann Hannah Arendt genommen wird. Nur weil wir wissen, dass wir was teilen, bemühen wir uns miteinander zu reden. Das ist die andere Seite. Das heißt, wir haben sozusagen Sprache, eine sehr differenzierte Sprache, weil wir alle unterschiedlich sind. Und dann reden wir aber nur miteinander, weil wir wissen, ja, dass wir was teilen. Also wir sind sozusagen Teil einer Gemeinschaft und dann gibt es diese Differenzen. Und das führt eben dazu, dass wir sprechen. Und jetzt kommt es darauf an, wie sprechen wir denn miteinander? Ja, also der Titel, der für den Vortrag vorgeschlagen wurde, war auch die Kunst zu widersprechen, ohne zu verletzen. Das wäre jetzt auch etwas, was Hannah Arendt interessiert hat. Und für sie ist, bevor man spricht, ist es wichtig, dass gedacht wird. Ja, also die Art und Weise, wie wir denken. Und dann versuchen wir, dieses Denken sozusagen zu artikulieren. Und das tun wir nur, weil wir uns verbinden wollen mit anderen. Ja, also wir reden, weil wir uns mit anderen verbinden wollen. Das klappt nicht immer, deswegen gehört Nichtverstehen dazu. Aber das ist das, was uns menschlich macht. Und mir hat das geholfen, das auch zu verstehen und damit auch Konflikt und Auseinandersetzung nicht als etwas zu betrachten, was negativ ist, was schwierig ist, was problematisch ist, sondern als etwas zu sehen, was ein ganz wichtiger Bestandteil ist, um Sozialität auch immer wieder herzustellen und auch herauszufordern. Und dann kommen wir zum Thema der Solidarität, wie das ja auch schon gesagt worden ist. Es ist eine lange Debatte dazu. Und nicht zufällig wurde das dann nach dem Fall der Berliner Mauer und wo alle dann geschrien haben, okay, der Sozialismus hat sich erledigt und damit alles, was damit in Verbindung gebracht worden ist. Und das fand ich relativ peinlich, dass man gesagt hat, Solidarität gehört zu einem System, was sich erledigt hat. Was bedeutet es denn, dass wir dann jetzt gar keine Solidarität, also im Kapitalismus braucht man keine Solidarität, heißt das. Ich würde sagen, im Kapitalismus gibt es sehr wenig Solidarität, aber es bedarf viel mehr Solidarität. Einer, der schon im 19. Jahrhundert schon darüber gesprochen hat, war der Soziologe Emil Durkheim. Und er hat dieses schöne Bild, das mag ich, der von dem Solidarität als sozialen Klebstoff. Ja, also wo das sozusagen dann nicht klappt mit der Sozialität, wo das so auseinanderbröselt, man sagt, okay, dann das wäre dann Solidarität als ein Klebstoff. Und er schreibt weiter, es stellt eine gegenseitige moralische Verpflichtung zwischen einem Individuum und einer Gemeinschaft dar. Ein Prinzip, das auf die Isolierung des Individuums abzielt, indem es die gegenseitige Mitverantwortung und Mitverpflichtung in den Mittelpunkt stellt. Das ist natürlich auch sehr normativ gedacht. Also jeder hat eigentlich die Pflicht, das zu tun. Aber das ist etwas, was Menschen, und da werde ich später noch ein bisschen drauf zurückkommen, die sich beschäftigen mit Ethik. Ja? Und was heißt eigentlich ethisches Handeln? Und das brauchen wir ja, wenn wir über Kritik und Solidarität nachdenken, immer wieder in den Mittelpunkt stellen, die Frage der Verantwortung. Und ich mag da auch das deutsche Wort, weil in der Mitte haben wir die Antwort. Ja? Verantwortung bedeutet, auf eine bestimmte Situation antworten zu können. Und dafür muss ich sozusagen in Verbindung treten mit anderen Menschen, um gemeinsam kollektiv Antworten zu suchen auf Situationen. Also da haben wir jetzt auch einige sehr eindrückliche Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel die Erfahrung der Pandemie oder die Erfahrung einer Situation, in der Flucht zunimmt. Wir haben aber auch die Erfahrung von der Thematisierung und Sichtbarwerdung von Rassismus oder Transphobie und so weiter. Was bedeutet das dann für jeden Einzelnen? Und für die Gruppen Verantwortung dazu übernehmen, wenn wir das sehen als sozialen Klebstoff.
Ein Manifest, was sich damit befasst hat und was ich auch sehr mag, ist das Konvivialistische Manifest. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist so ein bisschen entstanden aus den Kämpfen in den Städten, insbesondere in den Zeiten der großen Finanzkrise 2008, 2009. Und wir steuern ja jetzt auf eine Situation zu, das kann man sehr gut auch schon zeigen, in der die soziale Disparität zunehmen wird, es mehr Armut geben wird, sehr viel mehr Armut geben wird in den nächsten Jahren und auch sozusagen eine erodierende Mittelschicht. Also diejenigen, die so, denen ging es eigentlich ganz gut und so, aber die waren nicht reich, aber konnten trotzdem einmal in Urlaub fahren, konnten ein Auto haben, Fernseher haben und so, das war alles gar kein Problem. Das erodiert langsam und das heißt, es gibt dann eben mehr sehr arme Menschen, die dann wirklich gucken müssen, wie die was zu essen bekommen und eben einer Gruppe, einer kleinen Gruppe, die immer reicher wird. Und zwar so reich, dass man es das nicht mehr denken kann. Das sind das dann so Leute wie Musk und Leute, die jetzt solche Dinge haben wie Amazon und ganzen Lieferservices und so weiter. Das konnte man während der Pandemie sehen. Und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine wird es einfach noch schlimmer. Die Gruppe der Konvivialisten, die haben schon dann während der ersten Finanzkrise gedacht, wie können wir da auch ein Zusammenleben in den Städten, also interessieren sich vor allem die Städte, herstellen, in dem es dann auch Solidarität geht. Und die haben das genannt Konvivialismus, was kommt von Convivide, miteinander leben, ja, und als eine Kunst des Zusammenlebens. Ja, das wäre dann Solidarität als eine Kunst des Zusammenlebens, die es den Menschen erlauben würde, füreinander und auch für die Natur zu sorgen, ohne die Legitimität des Konflikts zu leugnen, sondern die als dynamisierende und kreativitätsfördernde Kraft einzusetzen, als Mittel zur Abwehr von Gewalt und Töten. Und ich meine, das ist 2008, aber ich finde, das ist so aktuell wie nie. Und das, was mir daran eben sehr einleuchtet und sehr gut gefällt, ist, dass es auf der einen Seite darum geht, diese Kunst des Zusammenlebens, das ist eine Kunst. Ne? Das heißt nicht irgendwie, es gibt Regeln des Zusammenlebens, du hast das zu tun, sondern eine Kunst, da ist eben auch immer, da muss ich auch experimentieren, da muss ich ausprobieren, da muss ich Wege suchen, gemeinsam auch dann Wege finden und eben kreativ sein. Und gleichzeitig gehört dazu eben der Konflikt. Und der ist nicht nur da, den muss man hinnehmen, sondern für die Konvivialistinnen ist das etwas, was legitim ist. Also der Konflikt muss einen Raum haben. Ja, wir sehen, dass er jetzt praktisch aus verschiedenen Zeiten und auch sehr unterschiedlichen Denkrichtungen immer wieder Beispiele finde, wo anders gedacht und anders bezeichnet, mit anderen Metaphern gezeigt wird, warum der Konflikt Teil des Zusammenlebens ist und die Kritik sozusagen Teil der Solidarität. Solidarität ohne Kritik würde gar nicht funktionieren. Und was dann ermöglicht werden müsste, wären auf der einen Seite andere Formen der Wissensproduktion. Dazu haben wir jetzt in der postkolonialen Theorie sehr viele Auseinandersetzungen. Also was würde das zum Beispiel bedeuten, Epistemologien, also sozusagen Erkenntnis? Und Erkenntniswege und Wissensarchive zuzulassen in den eigenen Kanon, was den eigenen Kanon dann auch zum Teil zumindest irritieren würde. Der würde es nicht sprengen, aber der würde es irritieren. Und da sind wir ja jetzt gerade. Ne? Also es gibt sehr viele jetzt Auseinandersetzungen darüber, wie können wir Gerechtigkeit denken, Umgang mit der Natur und so weiter. Macht es da Sinn, sich da auch mal andere Kosmologien anzugucken? Könnte es vielleicht sein, dass Menschen, die ihr ganzes die in den Anden von Kolumbien leben, Ideen haben, die sinnvoll eingesetzt werden, wenn wir über den Klimawandel und was das bedeutet, auch einzusetzen. Oder haben die vielleicht andere Möglichkeiten gefunden, über Geschlecht nachzudenken? Es ist ja so, dass wir uns ja auch immer an eine bestimmte Art, nicht nur zu sprechen, sondern auch die Dinge wahrzunehmen, gewöhnen. Das ist das dann, was ja auch dann normalisierend ist. Ne? Ich habe ja immer dieses Beispiel, dass diese wahnsinnig verrückte Idee, dass die meisten in Europa denken, dass es eine Person auf diesem Planeten gibt,
die für mich, auf mich wartet sozusagen. Das wird auch propagiert, ne, in allen Hollywood-Filmen und in Bollywood auch. Ja, dass es diese eine Person gibt. Ich lerne die jetzt da wahrscheinlich in der Kneipe kennen. Ist auch ein bisschen verrückt, ne? Oder in der Bahn oder im Hörsaal. Und dann weiß ich nach einiger Zeit, that's it. Das ist die Person. Und dann ist es so verrückt, dass ich denke, mit dieser Person muss ich mein ganzes Leben verbringen. Und mit der teile ich alles. Meine Geheimnisse, meine Sexualität, mein Geld, alles. Und dann wird es richtig bekloppt, weil dann gehe ich hin und sage, und jetzt will ich, dass der Staat das auch bestätigt. Und womöglich auch noch die Kirche. Ja, und dann unterschreibe ich einen Vertrag und sage, das ist die Person aus dem Universum, die für mich gekommen ist. Und wir bleiben dann zusammen. Und dann gibt es den Schock, wenn das dann nicht klappt. Das ist nur eine Möglichkeit von sehr vielen, etwas zu organisieren, was tatsächlich auch der Organisation bedarf. Also Sexualität, Geld. Ja, wie organisieren wir Reproduktion, Care-Arbeit? Das ist nicht banal, das ist nicht trivial. Wir können nicht einfach sagen, machen wir irgendwie so, weil das wissen wir. Manche Menschen sind dann, wenn sie Hilfe brauchen, allein und haben gar niemanden, der sich um sie kümmert, und andere haben Menschen, die sich um sie kümmern. Ja, das kann die Familie sein, das können aber auch andere Menschen sein. Also das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir das organisieren, auch wie wir die Reproduktionsarbeit organisieren. Aber so wie das in Europa gemacht wird, ist das eine von tausend anderen Möglichkeiten, die es gäbe, das zu tun. Und das machen wir uns häufig nicht bewusst. Ja? Das ist etwas, was dann, wenn wir dann anfangen, anderes Wissen zuzulassen, dann auch erstmal verunsichern und sagen, oh wow, wenn das jetzt nicht so sein muss, wie könnte es denn anders sein? Ja, und dann muss man erstmal mit dieser Irritierung umgehen, aber wie der portugiesische Soziologe Boaventura de Sousa Santos schreibt, es ist aber sehr wichtig, dass wir die Vielfalt des Wissens bejahen. Ja, also nicht nur die Vielfalt der Positionen, die Vielfalt der Menschen, sondern auch die Vielfalt des Wissens. Ja? Weil das sonst eben auch bedeutet, oder dass die Möglichkeiten, dass es anderes Wissen gibt, ja, wird ja dann abgelehnt. Wenn wir die Vielfalt bejahen, sagen wir aber, dass die Möglichkeit einer epistemischen Souveränität, also dass es bestimmte Ideen, Wahrheiten, Wissen gibt, was Wissen ist und alles andere nicht, alles andere ist interessant, das wird eben abgelehnt. Ja? Und dann erweitert sich Wissen. Das ist auch nicht trivial, weil das kann dann schon auch zu Irritierung führen, weil wir schon immer wieder diskutieren müssen, ist das denn Wissen, was würde das denn bedeuten und so weiter. Aber Boaventura de Sousa Santos sagt, wir müssen uns dem stellen. Gut, wenn wir das tun, haben wir aber nicht so, weil das ist so ein bisschen so dieses Naive, ne? Dann machen wir jetzt einen Text, wo und dann irgendwelche indigenen Kosmologien beschrieben werden und alle feiern das. Das ist ein bisschen komplizierter und hat was eben auch damit zu tun, wie wir auch als kollektive Wesen miteinander umgehen. Und dann habe ich jetzt ein historisches Beispiel gebracht, was mich sehr fasziniert hat. Und ich habe das gefunden, weil in vielen meiner Texte, die ich eingereicht habe, für Journals, Sammelbände und so weiter, da kriegt man das ja immer kommentiert zurück. Da schreiben die Leute alles. Manchmal schreiben sie wirklich tolle Sachen, die dem Text dann auch helfen, aber manchmal auch einfach nur random, was den Leuten gerade so durch den Kopf geht. Das ist ziemlich ärgerlich, weil das Überarbeiten, das ist so schwierig, weil man denkt, ja, ich meine, ich kann das jetzt nicht diskutieren. Das, ja, so kann man es auch sehen, aber so habe ich es jetzt nicht dargelegt. Und in meinen Texten stand ziemlich häufig, das war wie so, auch, war auch wie so ein Urteil, zu polemisch. Und dann dachte ich, ah, okay, scheint mein Stil zu sein. Zu polemisch. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist das so, aber was bedeutet eigentlich Polemik? Und dann bin ich auf die Suche gegangen, was das eigentlich heißt und warum meine Texte polemisch sind. Und bin gestoßen auf die Übersetzerschule von Toledo, die Escuela de Traductores de Toledo. Die haben im 12. und 13. Jahrhundert, waren die Toledos, also die iberische Halbinsel, ne, was heute Spanien
gab es eine Schule wirklich von Menschen, die übersetzt haben von Arabisch ins Lateinische und von Lateinische dann in eine Sprache, was man dann Kastilisch genannt hat und aus der dann später erst Spanisch geworden ist. Ja, also Arabisch und Lateinisch sind viel älter. Die Intellektuellen haben dann in Europa eigentlich alle auf Latein geschrieben und auch gesprochen. Und dann gab es aber auch Arabisch und auch Hebräisch. Und hier gab es dann eben diese Übersetzungen. Und das Arabische wurde dann in Toledo sehr hoch geschätzt. Also das ist zum Beispiel eine Zeit, das ist interessant, Erinnerungsarbeit, wo das Arabische nicht etwas ist, ah, das müssen wir reinholen, sondern das war da. Wir wissen auch, dass die alten griechischen Philosophen in Europa niemanden interessiert hat. Dass arabische Gelehrte sie gefunden haben und ins Arabische übersetzt haben und wir heute nur immer sagen können über Platon und Aristoteles, ja bei alles, ne? Ja, Platon und Aristoteles, nur weil arabische Gelehrte das auf Arabisch übersetzt haben und in Toledo ist das wieder ins Lateinisch, nicht wieder, sondern dann war ja Griechisch, ne? Also von Griechisch ins Arabisch und von Arabisch dann ins Lateinische übersetzt haben. Und so haben wir das sozusagen bewahrt und das ist etwas, was als sozusagen die Quelle des europäischen Wissens gilt. Das finde ich schon mal sehr spannend. Diese Übersetzungen, das ist auch interessant, weil wir ja immer auch in der postkolonialen Theorie sagen, es geht immer auch darum, dass wenn wir miteinander reden, haben wir auch immer Übersetzungsprobleme. Ja, also dieses Nichtverstehen hat auch was damit zu tun, wie bestimmte Dinge auch übersetzt werden. Nicht sprichwörtlich, ne, was dieses Wort dann auf Italienisch oder so heißt, sondern was das bedeutet für mich, die Bedeutungen der Worte. Da gab es riesige Diskussionen. Ja, also muss ich mir vorstellen. Sitzen dann so auch so am Tisch, also Menschen, die aus arabischen Kulturen kommen und dann gab es immer auch jüdische Gelehrte und eben christliche Gelehrte, die auf Latein geschrieben, gesprochen haben. Alle Sprachen, und dann wurde heftig diskutiert, was die Bedeutung war, um die Übersetzung so gut wie möglich zu machen. In diesem Zusammenhang, weil die sich dauernd gestritten haben, das finde ich super, ne? Also Wissenschaft als sozusagen findet da statt, wo die Leute sich die Köpfe einschlagen, ne? Und richtig dann diskutiert. Da entsteht diese Idee, wir müssen einmal im Jahr, war dann auch in Toledo, müssen wir öffentliche Diskussionen durchführen. Und zwar, die finden dann tatsächlich auf auf dem Platz in der Innenstadt statt. Und alle können dem folgen, die das wollen und dazu Lust haben. Und die zielen darauf ab, nicht nur die guten Argumente, sondern die besten Argumente vorzubringen für die eigenen Glaubenssätze, was dann auch immer bedeutete, die eigenen Erkenntnisse. Ja? Und das heißt, jede Gruppe hat dann einen Repräsentanten sich dann ausgewählt und die haben dann für Monate sich darauf vorbereitet, um das beste Argument siegen zu lassen. Und das wurde als Polemik bezeichnet. Ja? Also es ist nicht etwas, was so negativ, so polemisch, das ist irgendwie, das sind keine Argumente, weil eigentlich bedeutet das genau das Gegenteil. Die Vorbereitung auf diese Diskussion, aber das Zentrum, das, was richtig passiert, ist der Streit. Ja? Das heißt, und ich finde eben, dass Polemik ist wie so eine Praxis auch. Ne? Das könnte man sich auch so gut vorstellen. Vorstellen, ja, dass das wieder so, dann wären die Seminare auch nicht mehr so öde, ne? Vorlesungen so. Wenn man sagen könnte, jetzt hat man jetzt verschiedene Gruppen und die haben auch die Aufgabe, das so zu präsentieren, zu sagen, mein Argument ist aber das Bessere und dann wirklich in so einen Kampf zu gehen. Ich finde, dass das als Praxis dem Dialog überlegen ist, weil Dialog ist so was Christliches, ne? Immer dann. Da ist so eine Kollegin von mir, aber war auch sehr nett, weil ich manchmal auch Streit habe mit Studierenden, sagt sie, ja, dein Problem ist, du sagst immer aber, du musst aber sagen und. Ich sag, aber ich meine aber. Ich meine, nee. So, ich meine nicht, ja, das stimmt auch. Ich meine, nee, das stimmt nicht. So. Und das ist tatsächlich etwas, was als polemisch wahrgenommen wird, auch als verletzend wahrgenommen wird, als etwas, was zurücksetzt. Und wenn man aber dann sagt, ja, das stimmt, auch wenn man das eigentlich nicht findet, dann finden das die Leute gut. Ich finde es doof.
Also, weil da kommt ja nichts zustande, ja? Genau. Also heute verstehen wir eigentlich nicht mehr, wie wichtig es ist, Praktiken zu studieren, die Unterschiede kanalisieren. Wir wissen zwar, dass es sehr viele Differenzen gibt und dass diese Differenzen dazu führen, dass wir auch uns streiten, aber wir haben nicht mehr so viele Praktiken, das zu kanalisieren, also damit auch was zu machen. Und deswegen habe ich diesen Begriff der wohltemperierten Auseinandersetzung, ja, also eben nicht die Köpfe einschlagen, aber durchaus in die Auseinandersetzung gehen, wo es darum geht, auch Argumente vorzubringen, ja. Und zwar Argumente, die die anderen eben nicht verachten, sondern die ihnen auch Gültigkeit geben, aber wo man trotzdem seine eigene Position auch erstmal verteidigt, wie es heißt. Das sind auch Kämpfe, die dann auch stattfinden. Es ist so, wie Will Butler gesagt hat, wir sind in einer Situation, in der man auf den Widerspruch angewiesen ist. Wir brauchen das, ja? Sonst können wir uns ja nicht weiterentwickeln, auch nicht im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit. Man muss ihn exponieren und bearbeiten, um zu etwas zu gelangen. Einen anderen Weg scheint es nicht zu geben, so Judith Butler. Eine Strategie, die aus der postkolonialen Theorie kommt, ist die Strategie des Verlernens, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Und da geht es eben darum, das Thema der Ignoranz, also wir sagen immer, wenn Wissen hergestellt wird, wird gleichzeitig auch ein Feld der Ignoranz hergestellt. Und das ist zum Teil, wird es auch sehr bewusst gemacht, ja, dass wir bestimmte Dinge eben nicht wissen. Und da gibt es diese klassischen Beispiele, das kann man immer wieder neu machen. Wenn eine Frage ist in einem solchen Hörsaal, wie viele Philosophinnen aus Afrika kennen Sie, dann tendiert das so gegen null. Wenn ich frage, welche Sprachen werden im Senegal gesprochen, dann wissen vielleicht einige, dass das doch mehr wie zwei sind, aber sie können Namen auch nicht, wissen sie nicht so richtig. Und noch nicht mal, wie können alle die Staaten in Asien aufsagen und sagen, wer da jetzt gerade regiert oder so. Es ist uns eigentlich egal. Ja? Es entstehen auch so imaginative Geografien. Das finde ich ganz spannend. Das hat mir jetzt letztens eine Kollegin gesagt, dass die Entfernung zu Mariupol ungefähr dieselbe ist wie zu Aleppo. Aber die Leute sagen, wir haben eine größere Solidarität mit Menschen aus der Ukraine, weil das uns näher ist. Geografisch stimmt es nicht. De facto aber, wie wir Solidarität so wahrnehmen, ist da anscheinend so, dass die Leute sagen. Und dann müssen wir natürlich sagen, warum ist Solidarität hat was zu tun mit Nähe? Ist ja auch verrückt. Okay. Verlernen bedeutet eben, sich mit dieser Ignoranz auseinanderzusetzen. Und da geht es vor allen Dingen um unsere liebsten vertretenen Überzeugungen und unser Grundverständnis politischer Praxis. Also nicht irgendwie, wir müssen verlernen, so wie die Rechten zu denken. Also, that's not the point, sondern eben genau, und das ist eben dieser Punkt der Selbstkritik, wo wir so Dinge haben, die uns wichtig sind und wie wir da eben kritisch mit umgehen können. Ja? Und das auch nochmal nicht so einfach als selbstverständlich hinnehmen. Und dafür gibt es drei, ich komme jetzt auch schon zum Schluss, Dinge, die ich als in meinem ganzen Studium ist mir immer wieder so entgegengekommen. Und was habe ich mal so zusammengefasst als ein kontrapunktisches Denken? Das kommt eigentlich von Edward Said, der gesagt hat, man muss eben so ein kontrapunktisches Lesen studieren, also dass man nicht immer einen Text liest und sagt, okay, was machen die Protagonisten, was sind so die Hauptthesen des Textes oder so, sondern immer so ein bisschen diese Nebengeschichten, also das, was man nicht sofort sieht, dass man das in den Vordergrund bringt. Und das finden wir in der Literatur sehr häufig. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen random drei Autorinnen genannt, die sich da mal Ideen entworfen haben. Also zum Beispiel Jacques Derrida, der sagte, Dekonstruktion ist auch die Zerstörung der Evidenzen. Alles, was für uns klar ist, das müssen wir zerstören. Und dafür müssen wir sozusagen andere also kontrapunktieren, ja, das eigene Wissen so kontrapunktieren. Lucy Irigaray, eine feministische Psychoanalytikerin, fand ich, hat das auch sehr schön auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, wir müssen diese historischen Erfahrungen, ist auch wieder inner, ne? Also Erfahrungen in der Geschichte
wo so Szenen verloren gegangen sind, die müssen wir wieder heraufbeschwören und nacherzählen. Das ist eine klassische feministische Strategie, dass wir wissen, dass eine bestimmte Situation auch entstanden ist, weil viele Dinge, die passiert sind, die gemacht worden sind, auch nicht wiedererzählt worden sind. Ja? Das ist auch die Idee zum Beispiel der Subaltern Studies Group, die sagt, wir hören uns, wir schreiben die Geschichte der leisen Stimmen oder der kleinen Stimmen. Und als letztes von José Esteban Muñoz, ein Queer-Theoretiker, der sich viel damit beschäftigt hat, wie kann denn noch Hoffnung, also was bedeutet Hoffnung für diejenigen, die marginalisiert sind, der gesagt hat, eins der wichtigsten Punkte für mich ist die Entidentifikation mit der Nation. Und das scheint irgendwie so banal und so, wir sind ja alle keine Nationalistinnen und so, aber das ist mehr als das, ja, weil es ist sozusagen alles. Das, was wir ja auch über ein bestimmtes Curriculum bekommen, einen bestimmten Kanon bekommen und so, das ist alles Teil auch des Nation und des Nationals. Also das, wenn wir das so heraufbeschwören, was unsere Werte sind, was für uns wichtig ist, das ist alles etwas, was mit auch Nationenbildung zu tun hat. Und diese Entidentifizierung ist tatsächlich ein sehr harscher und schwieriger Prozess der Entfernung von einem der Gruppe der Zugehörigkeit. Und wenn ich diese Zugehörigkeit löse, dann öffne ich sie sozusagen für andere Zugehörigkeiten. Und das wäre natürlich super, weil es im Endeffekt darum geht, auch eine, wie Spivak sagt, ethische Reflexe herauszuarbeiten. Ich liebe dieses Konzept von ihr, ethische Reflexe. Für sie ist Ethik eigentlich ein Moment, auf das das Subjekt vielleicht oder vielleicht auch nicht trifft und der Reflex hervorruft, für den es geschult ist oder nicht. Das heißt, immer wenn wir über Solidarität nachdenken, müssen wir über Momente auch nachdenken, in denen wir das Richtige machen oder nicht das Richtige machen. Und das ist das, was für Spivak dann Ethik ist. Also wie bei Reflexen, ne? Also wenn ihr zum Arzt geht und dann hat man auf die Patellasehne und dann, ne, dann bewegt sich das Bein, da kann man nicht sagen, will ich jetzt nicht, tut es einfach. Und sie glaubt, dass wir das trainieren müssen, damit, wenn der Moment kommt, wir auch wirklich das Richtige tun. Und historisch haben wir da sehr viele Beispiele, wo die Mehrheit der Menschen nicht das Richtige getan haben. Ja, zum Beispiel Nationalsozialismus. Ja, wo die Mehrheit der Menschen, obwohl sie das Programm der NSDAP kannten, dann die NSDAP gewählt haben, die dann die Demokratie abgeschafft haben als allererstes und dann Verbrechen begangen haben. Und es war nicht möglich, dass diese ethischen Reflexe haben nicht funktioniert. Ne? Die waren lahmgelegt. Leute haben dann irgendwie nichts gemacht oder genau das Gegenteil gemacht. Wir brauchen aber auch etwas, was ich bezeichne als Utopiefähigkeit, das ist nämlich die Fähigkeit, anders zu denken, als es unser Altersverstand nahelegt. Also wie können wir sozusagen ein Denken schulen, wo wir gegen das gehen, wo man sagt, ist auch klar, dass man das so macht. Ja? Also dass das eben nicht mehr gegeben ist und dass was anderes entsteht. Dann hätten wir eine Solidarität, für die ich plädieren würde. Und die dann keine Solidarität wäre auf der Grundlage von Harmonie. Also wir alle dann fünf Freunde gehen wir zusammen auf eine Party und vorher unterschreiben wir noch online irgendeine Petition und geben 20 Euro für irgendeinen Fund.me online das. Sondern das ist zwar sehr lobenswert und das bringt auch was. Aber eigentlich müsste Solidarität auf der Grundlage eines robusten Dissens, also wo es auch Konflikt auch gibt, beruhen. Und das wäre die wahre Errungenschaft für mich. Wir benötigen dafür allerdings den Pessimismus des Intellekts und den Optimismus des Willens. Das ist frei nach Gramsci, der immer davon gesprochen hat, dass wir im Intellekt zwar pessimistisch sein müssen, das heißt, wenn ich das so denke, sieht nicht gut aus für die Menschheit. Das ist schon beschissen, wo wir uns reinmanövriert haben. Und trotzdem muss man mit dem Willen optimistisch sein, also dem Willen zu haben, ich will trotzdem was verändern, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht nicht bringt. Dazu gehört ein gemeinsames Denken und eben ein gemeinsames Streiten. Das Streiten nicht mehr als etwas, was
leider dann auch passiert. Es war wieder sehr schade, sondern super gut, dass wir gestritten haben, weil dann dieses entsteht, was wir in der Postkolonialtheorie auch benennen als Newness. Da kann was entstehen, was tatsächlich auch neu ist. Der dritte Weg, der dritte Raum, wie auch immer. Das kann dann zugelassen werden und das wäre für mich eine Möglichkeit, auch die ethischen Reflexe zu trainieren, sodass ich ein bisschen was Baggage ablegen muss, aber eben was Neues auch hinzunehmen kann. Und das ist das, was ich bezeichne als kontrapunktische Solidarität. Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Es wäre jetzt noch der Moment, Gedanken und Fragen zu teilen. Ich sehe, glaube ich, viel Nachdenken im Raum. Ich habe auch viel, viel, was in meinem Kopf passiert, aber nutzen Sie gern die Chance, die Sie jetzt noch haben. Okay. Können auch gerne Kommentare sein, müssen ja nicht immer Fragen Genau. sein. Klassisch. Genau, ich komme mit dem Mikro rum. Nee, damit das online auch gehört wird, Ah, reicht okay. auch mit Abstand, also muss nicht direkt in den Okay. Mund, sondern einfach. Ja, Genau. okay. Genau, also ich bin noch so ein bisschen dabei, das als Frage zu formulieren. Zum Verständnis von Polemik, also Sie hatten das ja dann erstmal so ein bisschen historisch auseinandergenommen, aber gemeint von den KritikerInnen war das ja eher mit so einem heutigen Verständnis. Und ich habe mich irgendwie so gefragt, ob so, weil man das heute ja unter Polemik was anderes versteht als heute, von einem heutigen, also zeitgenössischen Verständnis von Polemik. Und ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ob das, also diese Definition, wie Sie das herausgearbeitet hatten, wie das historisch entstanden ist, was die ursprüngliche Definition ist, dass es ja nicht so gemeint war von den KritikerInnen, was sie mit unter Polemik verstehen. Sehr interessant, das warum das ursprüngliche Verständnis davon, warum das abhanden gekommen ist. Also warum? Also weil da war das jetzt wie so wie eine Übung, die als was Wertvolles angesehen wurde. Es wurde als wertvoll angesehen, dass man sich öffentlich auch streitet und auch anderer Meinung ist. Und es war nicht nur es wurde nicht nur hingenommen, sondern es war auch gewollt, dass man es zuspitzt. Ja, also, dass man bestimmte Dinge auch so zuspitzt, damit die auch sichtbar werden, was da die eigene Position ist. Und dass man nicht das so macht, ja, so kann man es auch sehen, und dann gibt es noch drei Punkte, die mich hier noch benennen will, sondern in denen man wirklich, das ist eine andere Art auch zu sprechen, die dann wirklich auch ein Kampf ist. Und man sagt, nee, also ich sehe das so und so und das sind meine Begründungen. Das musste schon begründet werden, aber eben auch zugespitzt. Und daher kommt diese Idee der Polemikas. Und ich frage mich, also weil da habe ich jetzt auch keine weiteren Recherchen so gemacht, müsste man weiter gucken, wie sich dieses Verständnis verändert hat und warum polemisch nur noch etwas ist, was so negativ ist. Und dasselbe gilt ja auch für Kritik. Ja, also ich habe sehr häufig im Seminarraum, dass dann Studierenden sagen, also es ist jetzt nicht als Kritik gedacht. Und ich sage, warum denn nicht? Ist doch super, wenn es eine Kritik gibt. Ja, also warum ist das gleich etwas, wo man sagt, also ich will das jetzt nicht kritisieren. So, doch, genau das tust du gerade. Und das ist auch gut so. Ja? Und weil das ja sehr schwierig ist, gerade in einer Situation, in der es sozusagen auch bestimmte Dinge sichtbar werden, die ja schon immer da waren, aber jetzt werden die so sichtbar. Und dann gibt es da auch einen Kampf auch dazu. Und da gibt es sehr viel Empörung und da gibt es sehr viel Verletzung, die im Raum ist. Und wenn wir dann keine Möglichkeiten haben, damit umzugehen, sondern wir haben dann nur die Möglichkeit,
dann alles hinzunehmen und zu harmonisieren, dann wird das irgendwann mal implodieren. Das funktioniert nicht. Ja, und deswegen suche ich sozusagen nach Wegen, wie können wir jetzt in dieser eigentlich positiven Situation, in der auch an vielen Orten, also auch in Talkshows, nicht nur im Hörsaal, auch über Rassismus gesprochen wird, wo auch Leute gesagt wird, das ist sexistisch, die eine Position innehaben, die sehr eine hohe Reputation hat. Das ist ja jetzt alles möglich. Das war ja lange Zeit nicht möglich. So, wie finden wir da auch Wege, damit auch einen Umgang zu finden, dass das auch etwas dann eine positive Entwicklung gibt und nicht nur einfach sofort ein Verschweigen und dann lassen wir das so. Weil das ist schwierig und das sieht man, glaube ich, auch, was jetzt so, weil ich gerade ein größeres Forschungsprojekt habe zu Hass im Netz, das ist heftig. Also wie viel Verachtung dann plötzlich dann da ist. Und wo kommt das denn jetzt her? So. Und in meinen Seminaren sind immer nur alle, nee, war nicht so gemeint und sorry, ich will jetzt nicht verletzend sein und so. Und dann geht man direkt danach ins Netz und dann geht's ab. Ja, also die Leute sagen dann Dinge, das denkt man, das gibt es gar nicht mehr, das ist doch tabuisiert, das geht doch gar nicht. Und das muss man irgendwie verstehen lernen. Und da suche ich jetzt nach Möglichkeiten, wie hat man das denn mal gemacht? Also was gibt es denn andere Möglichkeiten, mit diesen Differenzen auch umzugehen? So, das müsste man schauen. Da gibt es einen riesigen Widerspruch in diesem Begriff von der Entstehung und so, wie es heute gesagt wird, weil das heißt nämlich gleichzeitig unwissenschaftlich. Weil das ja häufig auch dafür verwendet wird, so eher zum Beispiel rechtspopulistische Positionen und so. Und die aber häufig ja nicht so wissenschaftlich begründet sind, also die Position, die jetzt ihre Position begründet. Ja, aber das ist immer, wir haben ja immer, wenn wir über Sprache reden, dann gibt es immer auch diese wichtige Konzept und Bewegung auch des Reclaimings. Man darf sich das auch nicht nehmen lassen. Ja? Also weil, also man muss sozusagen den Begriff wieder zurückholen und sagen, wir benutzen den jetzt, aber wir benutzen den völlig anders, wie ihr das benutzt. Ihr könnt sagen, das ist argumentativ schwach. Ja? Oder von mir aus auch, das ist dumm. Oder das ist auch verletzend, das ist diskriminierend und so. Aber man kann sozusagen das Polemische nochmal anders aufladen mit etwas. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Man muss es vielleicht auch nicht machen, aber ich finde es ganz spannend, weil mir das so aufgefallen ist, was ich wichtiger finde, so darüber hinaus, also sozusagen auf der Metaebene ist, dass Konflikt, Kritik und Streit nicht etwas ist, was wegfällt oder was so negativ konnotiert ist, sondern dass etwas, was nicht nur Teil des Lebens ist, sondern dass wir wirklich üben müssen. So, und das wird nicht mehr eingeübt. Das wird auch nicht mehr in den Universitäten eingeübt und auch sonst nicht mehr. Und das ist etwas, was uns schwächt. Und ich glaube, dass das wichtig ist, wenn wir eine Solidarität an den Tag legen wollen, die ich für wichtig halte, wo es nicht darum geht, dass ich eben nur mit denen mich solidarisch erkläre, die meiner Meinung sind. Weil das funktioniert nicht. Ja, und die meine Sprache sprechen. Ich muss schon in der Lage sein, auch mich mit Leuten solidarisch zu erklären, die ich überhaupt nicht verstehe. Ja, weil das ist Ethik. Ich sage immer in meinen Seminaren auch, es ist doch einfach, wenn jemand alles genauso denkt wie ich, gibt es eh nicht, aber stellen wir uns das so vor, ich habe so diese Fantasie, dass jemand meine Ideologie, meine Wellenlänge geht auch in dieselben Clubs wie ich, trinkt dieselben Getränke wie ich und so, das ist alles super. Was ist die Anstrengung, sich da solidarisch zu erklären? Ja, wenn das jetzt eine befreundete Person ist und der geht es schlecht, die meisten von uns würden dann sofort hingehen und sagen, okay, kann ich dir was bringen? Kann ich dir helfen? Was kann ich tun? Und so weiter. Aber was ist mit einer Person, die ganz andere Ansichten hat wie ich, aber die in Not gerät, weil es bestimmte zum Beispiel diskriminierende Gesetze gibt? Das ist doch viel anstrengender. Also dann helfe ich einer Person, unterstütze eine Person, bin besorgt um eine Person,
die nicht meine Weltbild zum Beispiel teilt. Aber das ist das Ethische. Das andere ist, ist etwas, was uns was einfach ist. Es ist etwas, was eine Herausforderung ist, ethisch zu sein. So. Ich habe da immer dieses Beispiel, das funktioniert immer ganz gut, wenn der Frage der Todesstrafe und die Position zur Todesstrafe. Bei der ersten Umfrage, wer ist für die Todesstrafe, ist es meistens so, dass fast alle, wenn nicht alle, dagegen sind. Das ist sowas, was sich so in Europa so durchgesetzt hat. Die Mehrheit der Menschen ist gegen die Todesstrafe. Und jetzt spielt man das durch und sagt, okay, jetzt ist es aber dein Kind, was entführt worden und ermordet worden ist. Und bist du dann immer noch gegen die Todesstrafe, dann die Hälfte kippt, wenn sie sich da einigen. Und das ist eben etwas, was schwierig ist. Und Ethik bedeutet, dass man dann praktisch auch eine Position hat, die mir auch nicht immer passt. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in den Polemikas, wie sie das gemacht haben, auch üben kann. Man übt sich auseinanderzusetzen mit anderen, in diesem Fall eben Weltbildern und Vorstellungen davon. Wer ist Gott? Was ist Leben? Wozu sind wir überhaupt in der Welt? Wie haben wir bestimmte Ökonomien zu organisieren und so weiter? Was ist rechtens? Was ist nicht rechtens? Gibt es einen gerechten Krieg? Ja oder nein? Das wird alles sehr unterschiedlich beantwortet. Und dann lernt man sozusagen von den anderen. Und Leute wie Hannah Arendt würde sagen, das ist das genau das, was wir brauchen. Wir müssen wissen, was die anderen auch denken und uns damit auseinandersetzen, weil es ist ein Teil von uns, wir sind abhängig von denen. Also ich hätte noch ein paar Fragen im Chat. Und zwar fragt hier eine Person, können Sie vielleicht noch mal kurz auf die Frage antworten, wie man Kritik üben kann, ohne zu verletzen? Oder ist Ihre Aussage, wir müssen kritisieren, wieder neu lernen und dabei auch Verletzungen aushalten? Ja, ich glaube, es ist, also man kann die Frage, wie man Kritik ausübt, ohne zu verletzen, nicht beantworten, weil das Risiko immer da ist. Ja, man kann natürlich, wir lernen sozusagen, das Risiko zu minimieren, aber das ist immer da. Und ich glaube, dass das ausgehalten werden muss. Und ich glaube, es ist manchmal schwieriger auszuhalten, die Person zu sein, die verletzt hat. Da brechen die Leute so zusammen häufig, als diejenige, die verletzt worden ist. So. Sehr häufig ist das etwas, was als viel schrecklicher erlebt wurde. Ja. Also dass dann jemand sagt, das war verletzt, und dann kommen ja die ganzen Verteidigungen. Ja, nein, aber es war nicht so gemeint und so. Aber die Intention spielt ja überhaupt keine Rolle. Das ist ja das Verrückte daran. Ja. Dann in der Beurteilung dessen kann ich sagen, ja gut, okay, wenn jetzt jemand rechte Positionen hat und es darauf angelegt hat zu verletzen, ist das natürlich was anderes, als wenn jemand was gesagt hat und verletzt hat und wollte es eigentlich nicht. Das schon. Aber für die Verletzung an sich macht es nur sehr wenig Unterschied. Und das ist etwas, was so schwer auszuhalten ist. Aber wenn wir uns auseinandersetzen wollen und wirklich wollen, dass sich dort Dinge entwickelt, dann müssen wir sehen, dass die Verletzung dazugehört. Und das bedeutet ja Selbstkritik. Selbstkritik ist ja deswegen so anstrengend, weil es ja auch bedeutet, zu sagen, okay, vielleicht bin ich doch nicht so cool, wie ich dachte. Ja, vielleicht bin ich auch einfach manchmal, also es gibt dieses schöne Bild von Lacan, einem Psychoanalytiker, der gesagt hat, das ist dieses Stereotyp einer selbst. Ne? Wir haben so ein Stereotyp von uns selbst. Und das Stereotyp von uns selbst ist fast bei allen gleich. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin eigentlich verträglich. Ich bin eigentlich ein ganz netter. So. Also, und wenn dann plötzlich jemand einen reflektiert, eigentlich bist du eine richtig miese Socke. Das ist nicht schön, weil das eigene Selbstbild sagt, wieso, ich bin eigentlich gut. Ich bin doch nett. Und das ist etwas, was wirklich ausgehalten werden muss. Und das ist eine Trainingssache. Ich finde den Begriff des Trainings gar nicht so schlecht, weil alle, die mal, egal welche Sportart zum Beispiel gemacht haben, das geht überhaupt nicht ohne auch
auch Verletzungen und auch ohne dieses Gefühl zu lernen, dass da eine Grenze ist, die ich nicht mehr überschreiten kann. Da geht nicht mehr. Da muss ich einfach auch aufgeben. Ja, das wird dann nicht mehr. Und das ist dieses Gefühl muss man manchmal auch haben, ja, damit wir uns auch ein bisschen zügeln. Weil das ist etwas, was wirklich problematisch ist bei vielen. Das ist ja auch egal, was das Thema ist, ob das Thema Sexismus, Rassismus oder Klimawandel ist. Dieses Gefühl, wir sind die Speerspitze der Bewegung. Ja, und wir, die Welt hat auf uns gewartet. That's not the case. Ja, das ist wie als damals die Occupy Wall Street Aktion war. Dann hat Spivak zum Beispiel gesagt, das ist schon verrückt. Ne? Also die Sowjetunion hat den Kapitalismus nicht kippen können, China hat den Kapitalismus nicht kippen können, aber 200 Studierende werden jetzt den Kapitalismus kippen. Das ist natürlich naiv. Dennoch ist es wichtig, das zu tun, aber hier ist die Selbstkritik auch wichtig, vielleicht auch nicht zu ernst nehmen und zu schauen, dass vielleicht das eigene Tun trotzdem Konsequenzen, negative Konsequenzen für anderen hat. Da entsteht sozusagen auch ein anderes Selbstwertgefühl. Ja? So wie ich immer sage, das bringt nichts, wenn ich in mein iPad eintippe, ich bin Antikapitalistin. Ja? Viele haben ja auch dann so die Aufkleber da drauf gegen Klimawandel. Jeder weiß, wie diese Dinger hergestellt werden. Das ist soziale Ungerechtigkeit pur, das ist eine Ausbeutung. Ja? Das sind sklavenähnliche Organisierungen, in denen das produziert wird. Das wissen wir auch alle. Und das jetzt will man nicht moralisierend sein, aber man muss zumindest das mit einbeziehen, sodass das auch ein bisschen gebrochen wird. Weil das ist das Problem auch immer gewesen von einem liberalen Europa. Die Welt hat auf uns gewartet. Ja, Europa hat Demokratie gebracht. Europa hat die Freiheit gebracht. Europa hat die Aufklärung gebracht. Und Europa hat zwar die Sklaverei gebracht, aber hat auch die Sklaverei dann beendet. Ja, und dann gibt es dann dieses schöne Zitat, ich glaube, es war von Salman Rushdie, der gesagt hat, wenn, also die Engländer sind so stolz darauf, auf die Abolition, also auf das Ende der Sklaverei, das sie vollbracht haben, dass sie, wenn es die Sklaverei nicht gegeben hätte, dann hätten sie es auf jeden Fall erfunden nochmal. Weil das sowas von Teil des Selbstwertgefühls hat. Guck mal, wir stehen hier für diese freie Gesellschaft. Wir haben das alles gemacht. Ja? Und nach einem Vortrag von Spivak fand ich auch ziemlich gut. Dann gesagt, ja, aber wenn man sie hört, dann hat man das Gefühl, da können wir ja gar nichts machen. Und dann darauf hat sie gesagt, keine schlechte Idee. Gar keine schlechte Idee. Also für Europäer mal nichts machen? Ich weiß, das könnt ihr nicht aushalten, aber das wäre doch mal eine gute Idee. Weil vielleicht wird man dann auch merken, dass der Rest der Welt schon was macht. Ja? Also kann man zum Beispiel bei diesen Klimawandelgeschichten, weil ich mich in letzter Zeit so ein bisschen damit beschäftigt habe, Fridays for Future ist eine wichtige Bewegung. Aber sorry, also die Klimagegnerinnen im globalen Süden, die gibt es seit Jahrzehnten und die haben zu Hunderten ihr Leben gelassen. Ich glaube, in einem Jahr sind 200 Klimagegnerinnen in Lateinamerika ermordet worden. So, also da gibt es so eine richtig robuste Bewegung auch. Und viele wissen gar nicht, aber die denken, das ist alles, sind jetzt diese Schülerinnen, die auf der Straße sind. Und vorher hat sich niemand um Klimawandel gekümmert. Doch, aber wir wissen es nicht. Und deswegen ist es dann, wenn das dann mal ein bisschen dann Ruhe wird, dann sieht man plötzlich was anderes auch. Ne? Also ist ist komplex, aber ich habe keine Lösung, wie man das üben muss, außer dass man vielleicht in dieses Gefühl auch reinkommt, was das bedeutet, Kritik immer zu koppeln an Selbstkritik. Und zwar nicht nur individuell, also jetzt nicht so dieses Selbstgeißeln, dieses Christliche, sondern wirklich kollektiv, dann auch immer wieder zu gucken, was hat das eigentlich für Effekte, was wir da machen. Noch Fragen online? Also im Chat sind auf jeden Fall noch zwei Anmerkungen.
Erstmal eine Frage. Ich hoffe, mein Akku macht hier nicht, stirbt nicht. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem nicht mehr Einüben des Streitens und den so konträren Formen von Äußerungen im Netz? Ich glaube, also das wäre ja völlig unterkomplex, wenn ich sage, das ist sozusagen, das ist der Grund dafür. Das würde ich nicht sagen. Weil was den Netz sich da so breit macht, ist natürlich etwas, was auch da war und dann einfach sichtbar wird. Und das ist schon heftig. Also ich meine, wer nicht naiv war, wusste auch, dass das da ist, aber es ist trotzdem schockierend. Also es ist schon schwer aushaltbar, sich das jetzt so fokussiert anzugucken. Dennoch glaube ich, dass es zumindest ein kleiner Bestandteil ist, dass wenn wir nicht in der Lage sind, sozusagen Kritik zu üben und auch auszuhalten, dass das zumindest diejenigen, die andere manipulieren, ein großes Feld sozusagen, einen großen Raum eröffnet. So, das wäre ein bisschen schwieriger, glaube ich, wenn wir mehr Training hätten, auch im Umgang mit Kritik und Kritik äußern. Aber das wäre jetzt sehr einfältig, wenn ich sagen würde, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Das glaube ich nicht. Also, wenn ich nur Anmerkungen. Ich weiß nicht, ob das zeitlich also hier schreibt eine Person, ich finde es gerade schwierig, mir vorzustellen, wie das Streiten und Solidarität üben im robusten Dissens möglich ist, während wir in einer ungerechten und diskriminierenden Welt leben, aus guter Absicht keine Verletzungen dahingehend wiederholen wollen. Können Sie dazu etwas sagen? Zum Beispiel, wie Streiten in queerer oder linker Szene, die auch Marginalisierungs- und Diskriminierungserfahrungen anerkennt und zentriert auf eine gute Art ablaufen könnte. Ja, wie gesagt, es gibt viele Ansätze, wie man das machen kann. Also mein Plädoyer ist wirklich, ich glaube, es wird zum Teil ja auch gemacht, aber was ich in den letzten Jahren sehr häufig erlebt habe, ist eigentlich eine Unterdrückung von Kritik, eine Unterdrückung von Streit als etwas und auch ein bisschen eine die Beurteilung von Streit als etwas wie, das ist misslungen, das ist ein Scheitern. Und ich finde das nicht immer. Ich finde, einige Veranstaltungen, finde ich wirklich, die sind gescheitert, weil sie nicht in der Lage waren, dass auch Streit stattgefunden hat. So, also ich weiß, dass ich einer meiner letzten Vorträge in Hamburg, dann hat ein Mensch im Hörsaal dann auch, war auch ein bisschen unverschämte Kritik geäußert. Und es war ganz interessant, dass gleich im Raum war eine riesige Unruhe und der Moderator hat dann gleich gesagt, den ich allerdings auch gut kannte, sagt, da musst du nicht drauf antworten. Und ich sagte, krass. Ich sage, warum denn? Ich kann nicht drauf antworten. Also ich spreche doch jetzt nicht zusammen. Ich habe doch so eine super geschützte Position hier. So, ich kann doch jetzt darauf antworten und kann auch sagen, das finde ich jetzt unverschämt. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum ich das unverschämt finde. So, und das muss eingeübt werden. Und für viele ist es einfach dann schwierig. So, die können das dann nicht mehr. Und dann entsteht so eine ganz komische Atmosphäre auch in den Räumen. Und das ist ganz gleich, ob das in einem Hörsaal ist oder in queeren Räumen. So, und manchmal ist es auch in so markierten Räumen wie queeren Räumen sogar noch schwieriger, weil es da diese Fantasie gibt, wir sind ja sozusagen unter uns und da passiert gar keine Verletzung. Und das ist ja Humbug, das wissen wir ja eigentlich. Also natürlich und vielleicht gerade, weil es gibt eine Fantasie, die habe ich nie verstanden, woher diese Fantasie kommt, dass Menschen, die viel Verletzung erlebt haben, dass die bessere Menschen sind. Das habe ich noch nicht verstanden. Das ist eine christliche Idee von Läuterung. Und dir muss Schlimmes widerfahren, dann wirst du ein guter Mensch. Also in der Psychologie spricht alles dagegen. Wahrscheinlich ist eher das Gegenteil der Fall. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlicher als umgekehrt. Ja, also Menschen, die Verletzungen erlebt haben, die sind ja auch, die sind poröser, die sind zum Teil auch ein bisschen rigider.
Und so muss nicht sein, aber auf jeden Fall kommt das auch vor. Und das heißt, dass in den Räumen, in denen Menschen zusammenkommen, die Verletzungen erlebt haben, wir kennen ja historische Beispiele noch und nöcher. Die feministische Bewegung ist ein gutes Beispiel dafür. Also da ist auch einfach sehr viel Verletzung hat auch stattgefunden. Und es gibt aber sozusagen, und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir wegkommen von dieser Idee von Harmonie und hin zu einer Idee von einem pragmatischen sich streiten können, gerade in diesen Räumen, weil da geht es ja auch um gesellschaftliche Transformation. Und da gibt es ja vielleicht auch noch andere Ansätze, um das auch einzuüben. Das ist auch so ein falsch verstandenes Empowerment, dass man sagt, wir sind dann immer nur so unter uns und dann sind wir aber auch immer nur nett zueinander, ohne dass man sagen kann, damit kommst du jetzt gar nicht weiter. Du musst da jetzt einfach vielleicht nochmal andere Argumente vorbringen oder so. Und das wäre ja auch, man könnte ja zum Beispiel auch so einen Raum von Empowerment als so einen Raum, in dem gestritten werden kann und nicht in einen Raum, den man sich mal so vorstellt, als so einen Kuschelraum. Ja, also so auch dieser Begriff zum Beispiel Safer Space. Wir wissen doch, dass sie nicht safe sind. Ja? Die sind safer, das kann sein. Aber da stehen auch, irgendwie kann man aber diese auch dann nutzen, um zum Beispiel dann eben den Streit auch einzuüben, der vielleicht dann außerhalb dieser Räume auch noch mit ganz anderen Bandagen geführt wird. Das ist meine Idee. Und zwar, danke. Die Person fragt, dann sollen sich diese marginalen AktivistInnen, wie im Beispiel Lateinamerika, an Verletzungen gewöhnen, um für uns eine bessere Streitkultur zu schaffen? Ich glaube, das ist eine Aufgabe von uns allen. Das ist nicht, aber das hört nicht bei der Marginalisierung auf. Ja? Und, aber das fängt da auch nicht an. Sondern das ist etwas, wo es also geht ja, also die Idee kommt ja von Spivak und da geht es ja darum, wie können wir eine gerechtere Gesellschaft hervorbringen. Ne? Also es ist ja immer so ein bisschen das Ziel, wenn wir sagen, also Sie als Dekonstruktivistin würden sagen, das ist wichtig, aber unmöglich, also wir werden nie eine absolut gerechte Gesellschaft haben, aber wir müssen immer wieder da arbeiten, dass es gerechter wird. So, und jetzt muss man sozusagen haben, welche Vorstellungen haben wir jetzt? Also wie stellen wir uns da vor, wie wir da hinkommen? Ja? Und ich glaube, dass, um da hinzukommen, es ganz wichtig ist, dass wir das Streiten lernen. Das bedeutet für alle, selbstverständlich für alle. Im Übrigen ist es so, dass zum Beispiel sehr stark marginalisierte Menschen sehr häufig viel mehr Bandbreite haben, um mit Streit umzugehen, wie diejenigen, die sehr privilegiert sind. Das ist ja genau umgekehrt. Also, dass ich dann sagen würde, da ist wahrscheinlich sowieso schon sehr viel Training da, weil es auch diese dauernden Ausgesetztsein an den Verletzungen auch dazu geführt hat, dass es eine ganze Bandbreite gibt. Das wissen wir auch. Ja, wir wissen, dass Menschen, die sehr stark diskriminiert werden, sehr häufig über eine ziemliche Bandbreite haben, auch damit umzugehen. Ja, und Strategien gefunden haben. Also das wäre ja zynisch, wenn ich dann sagen würde, ja, wenn du marginalisierst, musst du dich an Verletzungen gewöhnen. Das ist ja Bullshit. Ich rede ja vor allen Dingen über diese Verletzung, die empfunden wird, gerade weil ich denke, ich bin ein guter Mensch und ich bin sehr privilegiert, aber ich bin ja gut. Das ist ja schwierig. Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn mir gesagt wird, du bist privilegiert? Das ist ja nicht so einfach, damit umzugehen. Das bedeutet ja dann immer, ich muss mich jetzt verteidigen, ich muss jetzt irgendwie erklären, das mache ich jetzt mit diesen Privilegien und so. Und ne, das ist genau, was Spivak in diesem einen Artikel sagt, Privilege is a loss. Man verliert ja auch was, wenn man privilegiert ist. Ne? Man verliert zum Beispiel diese Möglichkeit, auch mit diesen Verletzungen auch umzugehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, wenn man das jetzt sehr schematisch machen würde, von den ehemalig Kolonialisierten und den ehemaligen Kolonisierenden, kann man jetzt verschiedene Grenzziehungen so machen, dann muss das auf beiden Seiten stattfinden. Das muss auf beiden Seiten stattfinden. Und das sieht dann unterschiedlich aus, deswegen braucht man ja auch immer die Kollektive, indem man das sozusagen auch einübt. Aber das ist nicht etwas, was jetzt eine Gruppe besonders betrifft.
Ja. Hallo, ja, ich hatte noch eine Anmerkung oder eine Überlegung zum Thema, also zu der Frage von Streitkultur und Verletzung. Also es ging ja jetzt quasi darum, wo sind hier die Grenzen, wo hat man eine gesunde Streitkultur, ohne vielleicht verletzend zu wirken. Und da dachte ich mir, also oder meine Vermutung ist, es ist wahrscheinlich auch gerade bei solchen Themen wie Diskriminierung, Themen, die mit Identität zusammenhängen, ist die Grenze von Kritik zur Verletzung fließend. Also es ist sozusagen für Leute, die selbst betroffen sind von Diskriminierungserfahrungen, ja, kann es schneller passieren, dass sozusagen eine Kritik, die vielleicht auch sachlich gemeint ist, die gar nicht unbedingt die Person als solche betreffen muss, als eine Verletzung aufgenommen werden kann. Und ich denke, bei solchen Debatten, die vielleicht ein bisschen abstrakter von einem selbst sind, also oder die ein bisschen weniger Bezug zur eigenen persönlichen Identität haben, ist es vielleicht leichter, eine Streitkultur zu haben und auch eine Kritik zu üben, ohne dass eine Person sich gleich verletzt fühlt. Also dass sozusagen diese Themen, die gerade gesellschaftlich kursieren, diese Fragen der Diskriminierung ja auch sehr verbunden sind mit betroffenen Gruppen, die selbst diese Erfahrung machen und sich natürlich, ist es ja irgendwie auch wahrscheinlich affektbeladen für diese Person, dann darum auch schneller angegriffen fühlen. Deswegen wäre meine Vermutung, wahrscheinlich sind gerade diese Räume auch Räume, wo man besonders sensibel damit umgehen muss. Und aus meiner Erfahrung auch in politischen Gruppen würde ich sagen, das wird schon auch gemacht. Also es wird auch sensibel mit solchen Fragen in Debatten umgegangen, dass man zum Beispiel guckt, okay, reden jetzt hier nur Männer die ganze Zeit oder nicht? Also es ist jetzt so ein einfaches Beispiel. Genau. Und darauf so sensibel zu achten, wäre für mich dann der erste Schritt. Aber genau, also meine Grundvermutung ist, es ist wahrscheinlich schwieriger in solchen Debatten, wo es selbst um Diskriminierungserfahrung geht, als jetzt in solchen abstrakten Fragen wie, wie können wir den Kapitalismus also auflösen oder ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine, aber genau. Ja. Würde mich interessieren, was Sie dazu denken. Also ich. Im Grunde genommen sind ja eigentlich diese Diskussionen um Diskriminierung im Zusammenhang mit Identitätspolitiken mein Ausgangspunkt. Das ist das, was mich interessiert. So nicht die so abstrakten Debatten. Dann, da strahlt es dann so aus, aber das interessiert mich. Und meine Erfahrung ist, und das ist auch das, was, wo ich so einen Fokus habe, ist, wie kommt es, dass diejenigen, die eigentlich privilegierte Positionen innehaben, so schnell verletzt sind? Das interessiert mich. So, weil das andere, da hat man ja so eine Begründung. Ja? Also wenn im Raum eine, zum Beispiel eine rassistische Äußerung ist und da ist eine Person, die so eine rassistische Position, also eine rassifizierte Position innehat, dass sie dann verletzt ist und darauf auf reagiert, das kann man so nachvollziehen direkt. Aber was passiert in dem Moment, also auch affektiv, bei der Person, die verletzt hat? Die weinen auch häufig oder kommen nicht mehr ins Seminar, weil sie beschämt sind. Das gibt es ja sehr häufig. Und das finde ich interessant, sich das anzugucken, weil das ist was anderes. Das ist was anderes, aber es ist auch, man kann es auch verstehen, so, ohne das jetzt so beschönigen zu wollen. Aber ich kann schon verstehen, was da auch passiert. In der Position, die ja sehr machtangefüllt ist, als diejenige, die in so ein Seminar leitet, ist ja meine Verantwortung, das auch ein bisschen zu regulieren. So, dass Affekte möglich sind, wir nicht in so einem affektfreien Raum dann sind oder uns den so fantasieren, dass wir die auch zulassen, aber dass es dann möglichst wenig Verletzungen gibt und wenn es zu Verletzungen kommt, dass die thematisiert oder thematisierbar wird, sozusagen. Das ist das, was mich interessiert. Und ich finde das sehr spannend und interessant, weil ich glaube, das hat nichts was mit den einzelnen Leuten zu tun, sondern da ist was Strukturelles am Werk, ja? Was sich auch so verändert hat und was auch damit zu tun hat, dass es keine, also es gibt keine Möglichkeit, das zu kanalisieren. Aber das ist total wichtig. Weil wir können doch nicht, das Ideal kann ja nicht sein, dass wir uns sozusagen gesellschaftlich zersplittern in verschiedene Kollektive und alle da vor sich hinmachen, sondern eigentlich ist ja immer das Ideal der sozialen Gerechtigkeit, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Sozialität zu leben, auch von Gegensätzen,
So. Und auch mit anderen historischen Ballast sozusagen. Und das ist das, was mich interessiert. Und diese Regelungen, okay, jetzt haben drei Männer gesprochen, jetzt kein Mann mehr oder so, das sind ja gute Regelungen, aber das sind für mich, sind das ja nur so Hilfsmittel. Also Hilfsmittel auf dem Weg, dass sich das sozusagen auch anders reguliert. So. Und bis dahin finde ich das okay, aber an sich finde ich das ungut. Ja, es gibt zum Beispiel auch etwas, was ich spannend finde. Es gibt so diese Fantasie, ein gutes Seminar oder ein gutes Treffen. Das ist auch manchmal, ist auch das Seminarsituation ist sowieso, da könnte man jetzt auch in so einer linken Gruppe sein oder so. Es funktioniert ähnlich. Ist, wenn alle sprechen. Und ich finde das nicht. Also ich beginne häufig meine Seminare, indem ich sage, ich bin sehr froh, wenn alle so ihre Meinung äußern und wir wirklich auch ein dynamisches Miteinander haben. Aber es gibt ein Recht auf Schweigen. Weil das ist ja auch unterschiedlich. Also wer hat jetzt auch das gelernt zu sprechen? Und wer, so wie du das auch gesagt hast, sitzt dann in der letzten Reihe und hört dann einfach nur zu. Und das ist richtig belastend, wenn man da sitzt und sagt, scheiße, jetzt muss ich was sagen. Ja, weil, und ich will aber nicht. Und deswegen finde ich, dass wenn da Leute auch einfach nur sitzen und gar nichts sagen, ist das auch in Ordnung. Und das wird ja zum Teil auch nicht zugelassen. So. Also das sind so verschiedene Elemente, die ich mir dann angucke. Und dann muss man schon gucken, dass es da unterschiedliche Positionierungen gibt und auch unterschiedliche Formen der Verletzung auch. Aber Ethik würde bedeuten, wirklich das auch bearbeiten, thematisierbar machen, dass wir darüber reden, dass wir Wege finden, experimentieren, auch miteinander auch ins Gespräch zu kommen. Weil das ist für mich, also das ist nicht die Lösung, sondern das sind einfach nur Wege dahin, sich da so kleine Regeln aufzubauen, so was dann geht. Hier ist, glaube ich, noch eine weitere Frage. Ich weiß nicht, ob das irgendwie total an dem vorbei ist, was Sie angesprochen haben. Ich glaube, ich bin halt auch einfach irgendwie so als queerer POC-Mensch, der nicht in heteronormative Schönheitsideale passt, irgendwie so richtig vorbelastet, aber ich hatte vorgestern tatsächlich eine Diskussion mit FreundInnen über den Begriff des weißen Feminismus und weil sie gerade diese oder die Reaktion von Personen irgendwie beschrieben haben, die dann auf der anderen Seite sitzen, dass ich mir gerade vielleicht denke, dass ich ultra unsolidarisch war, so mit den Leuten, aber da kam dann sehr stark, in der Gruppe war ich quasi die einzige POC-Person, wo dann kam, dass es weißen Feminismus nicht gibt und dass der Begriff des Weißseins doch diskriminierend ist. Und ich glaube, für mich war das einfach super schwierig, so damit umzugehen, vor allem wenn es halt Freunde sind. Also da fällt es mir sehr schwer, dann zu denken, okay, vielleicht verletzt es die halt auch. Ja, aber also das sind ja zwei Ebenen. Das eine ist, ich glaube schon, dass das auch als verletzend erlebt wird. Das glaube ich schon. Aber das bedeutet nicht, dass es deine Verantwortung ist, darauf zu reagieren. Also das sind so zwei Ebenen sozusagen. Weil das ist ja, was häufig passiert. Diejenigen, die verletzt werden, und zwar andauernd im Alltag, dann auch noch die Care-Arbeit machen müssen für diejenigen, die sich verletzt fühlen, wenn man ihnen sagt, dass sie verletzen. Das ist ja kirre. Das ist ja verrückt. Nee. Also diese Verantwortung muss dann sozusagen nicht übernommen werden. Man kann sich auch sogar auch da, ich finde, man muss sich da auch manchmal zurückziehen aus eigenen Schutz und sagen, das sehe ich anders. Und dann, man muss auch zum Beispiel die Möglichkeit haben, mal zu freezen. Das lassen wir jetzt mal ruhen. So. Und dann gucken wir. Und das bedeutet aber doch nicht, dass man da trotzdem das anerkennen kann, dass das auch verletzend ist. Natürlich ist das verletzend. Es verletzt das eigene Selbstbild. Ja, vor allen Dingen, wenn das Freunde sind, sondern wir verstehen uns doch. Also woher kommt, das wird ja als Angriff erlebt. So. Und das ist schon so. Das ist auch ein Angriff. Es ist ja, man sagt ja irgendwie, du hast die ganze Zeit von diesem beschissenen System profitiert. So. Auf meine Kosten, unter anderem. So. Und das ist nicht so einfach zu verdauen, sozusagen. Das ist das genau das, was ich will, dass das trainiert wird. Ja, dass das eingeübt wird, dass das ausgehalten wird. Ja, wir sind auch mal
Weil das kann natürlich auch Ihnen passieren, dass Sie in einer Situation sind, wo andere verletzt werden. Ich kann mich zum Beispiel gut daran erinnern, eine der ersten Vorträge, die ich mit Nikita Davan gemacht habe, zu unserem Buch Postkoloniale Theorie, das war in so einer, war so ein Buko-Treffen, das sind diese Gruppen, die zu, früher hieß das so dritte Weltarbeit machen, ne? So, zum globalen Süden arbeiten, das sind so ein bisschen die Vorläufer von Attac. Und da gab es eine andere Arbeit, also unsere Gruppe war Postkoloniale Theorie, das war total voll, weil das war damals so ganz neu, war riesig. Und dann gab es eine andere Arbeitsgruppe, die haben zu Behinderung gearbeitet. Und da saßen nur 3 Leute. Und dann sind die Organisatoren, die waren ganz aufgeregt und haben gesagt, können wir das irgendwie zusammenlegen? Geht das? Weil das ist jetzt so ein bisschen doof, weil alle Leute sind jetzt hier und dafür interessiert sich anscheinend kaum jemand. Haben wir gesagt, ja, machen wir, gucken wir mal, was passiert. Weil eigentlich sind die Ansätze der Disability Studies und der Postcolonial Theory, die sind ähnlich. Sind alle, also wissenschaftstheoretisch aus der postkolonialen Theorie, eine bestimmte Kritik, eine bestimmte Idee von sozialer Gerechtigkeit und so weiter, machen wir zusammen. Und es hat super geklappt. Also wir haben dann so Inputs gemacht, die andere Referentinnen und wir. Und dann hat die Referentin zu Disability Studies gesprochen, hat, die selber auch Rollifahrerin war, gesagt, okay, also man muss dann auch bestimmte sozusagen Masterkategorien wie Race und so weiter, die muss man halt auch in Frage stellen. Es gibt noch andere Kategorien, wenn wir über Diskriminierung sprechen. Und dann hat sich eine super aufgeregt und hat gesagt, aber das ist ja ein blinder Fleck. Und dann hat sie gesagt, super. Und das ist das genau das, was ich meine. Und dann habe ich gedacht, das ist so ein, das hätte man aufnehmen müssen, um zu sehen, auch wie, also wie schwierig dieses Feld ist. Also das ist alle auch mal sozusagen auch daneben treten können. Und dann ist es eben ganz wichtig, das aushalten zu können und zu sagen, okay, sorry, das geht natürlich nicht. Oder auch in die Auseinandersetzung zu gehen, ob weiß dann eben dann eine gute Kategorie ist und was das für Effekte hat, ob man andere vielleicht benutzen kann, die vielleicht besser funktionieren und so. Das ist ja so etwas, das muss, da muss man ja debattieren können. Man muss sozusagen so einen Raum für Debatte auch haben. Aber das muss sozusagen auf ein anderes Niveau dann auch geführt werden. Und solange das dann nicht so ist, werden solche Situationen dauernd auch auftreten. So. Aber da gibt es keine Verantwortung. Sozusagen. Hier gab es noch eine Meldung, glaube ich. Ja, genau. Danke. Wo muss ich einfach so? Ich habe nicht das Gefühl, es verändert sich was, aber... Nee, das ist nur die Leute online. Ah ja, okay. Auch gut. Genau, und zwar vielleicht direkt dazu, dass diskriminierte Subjekte das ja immer sehr unterschiedlich wahrnehmen, auch gleiche Erfahrungen und so weiter. Und weil Sie jetzt die Disability Studies angesprochen haben, gibt es ja auch das Trilemma der Inklusion von Mai-Ann Burger. Und ich frage mich oder habe mich währenddessen ganz oft gefragt, wäre das nicht eine gute Möglichkeit, auch Perspektiven zu wechseln, auch sich selbst kritisch zu hinterfragen und zu sagen, okay, ja, es gibt diesen blinden Fleck in dem Trilemma, weil ja immer nur zwei, ne, irgendwie da sein können in diesem Dreieck, sage ich immer so. Das klingt jetzt nach einer Lösung, ist es nicht, ne? Aber vielleicht wäre das ein guter Weg. Und meine zweite Frage bei den kritischen Denkmustern, da hatten Sie jetzt dritten Punkt, die Entidentifizierung mit der Nation aufgemacht, da bin ich irgendwie gedanklich ausgestiegen. Geht das auch für Sie einher mit der Kritik am Nationalstaat grundsätzlich, also dass er ja immer Ausschlüsse produziert und so weiter, oder geht es auch da um die persönliche Ebene? Ja, genau. Genau, also die Arbeit von Mai-Ann Burger kenne ich ja ziemlich gut und ich glaube schon, dass sie da auch, es ist auch eine gute Diagnose, was da alles passiert, so, um das auch nochmal so sichtbar zu machen. Und das finde ich schon auch hilfreich. Das wäre jetzt so ein Weg, um da auch nochmal anders nochmal diese Situation auch analysieren zu können. Weil das ist ja auch von so einer Fragestellung, rührt das her, es passiert ja viel und da gibt es ja auch sehr viel
Also da gibt es ja auch sehr viel Willen und Energie, die da reinfließt, um die Situation zu verändern. Und manchmal klappt es dann trotzdem nicht. Was passiert denn da eigentlich? Und das ist sehr gut dargestellt, was da auch passiert und was man da vielleicht auch machen kann. Also das finde ich schon, schon einen guten Ansatz auch. Und das Zweite war noch, habe ich jetzt gerade... Kritikpunkt, der mit der Netzung, genau, ja. Ja, genau. Also für Muñoz ist das schon etwas, was Kritik am Nationalstaat und mehr. Ja, das ist nämlich nicht nur die Kritik an Nationalstaat und die Ausschlüsse, die über den Nationalstaat kommen, sondern geht auch darüber hinaus. Weil wir haben, es gibt so eine Identifikation mit der Nation, die nicht unbedingt dann nationalistisch ist und die auch nicht irgendwie so eine kritikfreie Freiheit gegenüber dem Nationalstaat aufgeht. Aber so etwas, was unhinterfragt auch ist, so diese Zugehörigkeit auch zu einer Nation, ohne dass man das wirklich artikuliert. Aber die sind praktisch so auf seiner Ebene, die gar nicht thematisiert wird. Und das ist total spannend bei Muñoz. Und das ist das, was... Also, dass zum Beispiel das Privileg, einen europäischen Pass zu haben, das ist nicht so vielen Leuten bewusst, die aber selber sehr gerne Kritik an den Staat äußern. Ja, oder das Privileg zum Beispiel der kostenfreien Bildung. Das wird ja, also da gibt es ja keine Auseinandersetzung so darum. Und das ist etwas, also es geht also weit darüber hinaus, nur zu gucken, wer gehört sozusagen zum Staatsgebäude dazu und wer nicht, welche Ausschlüsse produziert das, welche Vorstellungen von Werten hat man, blablabla, sondern noch weiter darüber hinaus. Und es gibt auch ein sehr schönes, schöne Vorstellung zum Beispiel von dem indischen Historiker Dipesh Chakravarti, der dieses tolle Buch geschrieben hat, Provincializing Europe, also Europa als Provinz, wo es darum geht, geht es eigentlich nicht nur darum, eine Kritik an Europa, aber zu zeigen, da gibt es ein paar Ideen, aber das ist ja nur ein kleines Territorium in ganz der ganzen Welt. Das ist ja so mini und dann gibt es noch die Welt so drumherum. Und da gibt es ja so viele Ideen und Vorstellungen, wie man bestimmte Dinge organisieren kann. Die werden gar nicht zur Kenntnis genommen. Und dann hat er unter anderem diese Idee, was können wir denn für andere, und das ist für diese Idee von Solidarität so wichtig, was können wir denn für andere Zugehörigkeiten denken, die die Nation, über, also die Staatsbürgerinnenschaft als Idee überschreiten. Also was gibt es dann noch für andere Zugehörigkeiten? Und es ist schon ein bisschen traurig, wie wenig wir andere Zugehörigkeiten denken können. Und jetzt hat man jetzt diese ganzen Identitätskategorien, dann hat man praktisch diese, aber die sind nie transgressiv. Die sind sozusagen immer dann, werden immer homogen gedacht. Also die einzige Möglichkeit, sozusagen Zugehörigkeit zu denken, ist immer gebunden an so eine Idee von Homogenität, von homogenen Erfahrungen, von homogenen Leben und so weiter. Und hier wäre jetzt die Frage, können wir Zugehörigkeit denken, die diese Idee von Homogenität überschreitet? Und das wäre schon interessant. Also kann ich mit Leuten zusammenleben, die nicht wissen, was Weihnachten ist oder so. Ein Kommentar dazu. Erstmal lieben Dank für den Vortrag. Es war sehr spannend und so viele unterschiedliche Themen sind angesprochen worden, dass ich wusste auch erstmal nicht, wo man da anfangen kann. Und ich denke, meine Frage bezieht sich so ein bisschen, Sie haben diesen Begriff von Languaging angesprochen und ganz viel über wie Sprache dieser Strukturen und beziehungsweise die Möglichkeit zu adressieren oder nicht adressieren ermöglicht, so redundant wie das klingt, und über Übersetzen und Verstehen. Und genau das waren meine Gedanken, weil wir reden immer in diesem Kontext darüber, okay, wie funktioniert, also wie werde ich solidarisch, wie,
wie ist es mir möglich, Differenz zu erkennen und auch dann dementsprechend das zu respektieren oder Verantwortung zu übernehmen. Alles hier ein bisschen angesprochen. Und dann ist die Frage, wenn wir eine heterogene Gesellschaft haben wollen, wie entwickeln wir eine Sprache bzw. eine Vielfalt von sprachlichen Ausdrucksformen, die tatsächlich ermöglichen, darüber zu reden und dieser Polemik, also dieser Diskussion oder dieser kontraproduktive Solidarität, worüber Sie reden, wo die tatsächlich möglich ist. Weil eben, wenn man aus einem akademischen Kreis kommt oder nicht akademischen Kreis kommt oder einfach nur grundsätzlich eine unterschiedliche Sprache spricht, dann sind genau diese Sachen, die dann so schweifen. Und ich wollte dann fragen, also beziehungsweise ob Sie Kommentare dazu machen können und ob Sie in Ihrer Arbeit dann noch dabei sind zu denken, welche Strategien möglich sind, also um vielleicht in der Praxis und in der Theorie damit so ein bisschen weiterzukommen. Danke. Also ich finde wirklich, dass Sprache was Zentrales ist. Deswegen habe ich da auch sehr viel Raum genommen zum Thema Sprache. Und Übersetzung bezieht sich schon auch ganz konkret von einer Sprache in die andere, aber auch von eins, was wir denken, es ist eine Sprache, aber es ist nicht eine Sprache. Also wo wir dann doch irgendwie uns nicht verstehen, weil wir, das wird ja auch so ausgedrückt im Deutschen, ne? Wir sprechen eine andere Sprache anscheinend, ja, so. Und das ist sehr spannend. Ich habe da ein Konzept entwickelt, das habe ich Polyexpressivität genannt. Also als so eine Idee, dass Sprache ist ja auch nicht nur Laute bilden sozusagen und dann Worte haben, sondern da geht es ja auch schon darum, was ich dann für eine, also was ich mit meinem Körper mache, was meine Mimik und Gestik und so weiter. Und da gibt es sehr schöne Ansätze, die versuchen, das zusammenzubringen. Zum Beispiel Ofelia García, die dann auch noch mal eine andere Vorstellung davon hat, auch wie Sprache dann auch funktioniert. Und dann gibt es aber auch etwas auf so einer ganz Basic-Geschichte, finde ich das total spannend, wie wenig Menschen wissen, dass es Tausende von Sprachen auf der Welt gibt und was das bedeutet. Also das ist was, auch wo Spivak immer sagt, es gibt da eigentlich gar nicht so viel, was ich als Lösungsvorschläge hätte, aber eine Idee ist, dass alle Menschen im Westen eine außereuropäische Sprache lernen. Eine. So. Die meisten dann in den Räumen, den ich vortrage, die sprechen dann eine europäische Sprache, zwei, drei. Bei vier heißt es schon, sie sind intelligent, weil sie vier europäische Sprachen sprechen. Im globalen Süden spricht fast niemand nur eine Sprache. Das gibt es gar nicht so, ne? Also ich bin sehr häufig auf dem indischen Subkontinent. Da kenne ich überhaupt niemanden, der nur eine Sprache spricht. Sprechen alle drei, vier, fünf Sprachen, ja, weil es zum Beispiel in der Indischen Republik, seitdem es eben dekolonisiert ist, 23 offizielle Sprachen gibt und über 200 nicht offizielle. Ja, und die meisten sprechen halt drei. Englisch manchmal auch, manchmal nicht. Nur 8% der indischen Bevölkerung, 1,3 Milliarden im Übrigen, sprechen Englisch. Da spricht gar kein Englisch. Und das heißt, es gibt sozusagen so ein ganzes, nicht eine Welt, sondern ein ganzes Universum. Und das bedeutet aber auch, dass jede Sprache, die ich lerne, da lerne ich auch tatsächlich was über Wissen und wie die Welt wahrgenommen wird, über Philosophie, nur über dieses Sprachenlernen. Und jetzt ist die Frage, und das ist für mich auch eine interessante Beobachtung, dass ich mit sehr vielen Menschen zu tun habe, die so antirassistisch zum Beispiel unterwegs sind und die keine andere Sprache sprechen, außer Deutsch und schlechtes Englisch. Und das finde ich interessant, weil Hegel, der ausgesprochen rassistische Ideen hatte, hat über viele Jahre Sanskrit studiert, weil er sich interessiert hat für die indische Philosophie, was auch in seinen Werken mit eingeflossen ist. Und er wollte das wissen, und dann hat er das wirklich studiert, und über viele Jahre sehr intensiv, um dann diese Sachen lesen zu können.
um das muss man vielleicht auch nicht machen, aber ich finde das so interessant als so eine Diagnose, dass diejenigen, die die Welt verändern wollen, hin zu einer weniger rassistischen Welt, sich so wenig kümmern um die anderen. Das interessiert die überhaupt gar nicht. Also, und das finde ich auch interessant, weil das auch ein Teil dessen ist. Also, was will ich hören? Was interessiert mich? Was bewegt mich? Und ich muss ja, und dann sagen, ja, es gibt so viele Sprachen, ich kann nicht alles lernen. Nee, alles nicht. Eine. Ja, und das ist, und was darin eben so eine tolle Übung ist, es ist so anstrengend. Ja, wenn man andere Schriftzeichen hat, eine andere Grammatik, Aussprachen, die man nicht hinbekommt und so weiter, um auch dann zu spüren, wie vielfältig die Welt ist und wie anstrengend diese Vielfalt ist. Und wenn ich mich wirklich auf den anderen einlasse, dass das eben auch bedeutet, dass ich arbeite, dass ich mir Mühe gebe und nicht nur einfach dann irgendwie mir angewöhne, reflexartig ein paar Wörter dann zu benutzen oder nicht zu benutzen. Selbst das können ja einige nicht. Also selbst das wird ja vielen dann zu viel. Aber das ist schon was mehr. Und insoweit sehe ich das in dieser Komplexität, also dieser ganz wirklich basic, ich meine wirklich auch andere Sprachen lernen und auch über Sprachen sich zu überlegen, was Sprache eigentlich bedeutet und darüber hinaus aber auch, wie wir mit Sprache umgehen. Also wie wir auch Sprache benutzen und was das auch bedeutet. So. Also ich finde das auch schade, dass wir zwar gelernt haben zu fordern, dass jemand da ist, der in Gebärdensprache dolmetscht, aber dass es so wenig Menschen gibt, die sich die Mühe unterziehen, die Sprache zu lernen oder sie überhaupt als Sprache zur Kenntnis zu nehmen. Das findet man dann nur lustig, wenn da jemand Bewegungen macht und so. Das ist ja eine sehr komplexe und sehr schwierige Sprache. Und das ist ja so verrückt, weil so, wenn man dann die Möglichkeit hat, man hat dann irgendwie so einen Hörsaal, da sitzen 200 Leute und dann gibt es überhaupt niemanden, der eine nicht außereuropäische Sprache spricht. Das ist schon verrückt. Also das ist ja dann auch ein politisches Phänomen und nicht ein Problem eines Einzelnen. Dann sagen wir, ich bin sprachbegabt, mich interessieren Sprachen, ja oder nein. Da geht es ja um was. So, und deswegen interessiert mich das auch. Aber eben diese ganze Bandbreite dann auch der Übersetzung und so. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen, sonst wird die letzte Bahn nicht mehr erreicht. Genau, ich würde auch sagen, vielen, vielen Dank. Wir haben ganz schön überzogen, aber aus gutem Grund. Und ich fand das auch sehr bereichernd nochmal, wie den ganzen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben und noch so lange auch mitgedacht haben. Und ja, gern bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.